Ladies and Gentlemen, hallo, willkommen. Jola am Start und willkommen zum ja bereits angekündigten 260 Video. Ich weiß nicht so ganz, wann das kommen wird. Ich nehme das Ganze ein bisschen früher auf. Mal gucken, wann ich die Zeit dazu habe, beziehungsweise die Lust dazu entwickle, die Beschreibung zu schreiben und die ganzen Timestamps da reinzupacken. Das Aufnehmen ist das eine, aber ich glaube, das, was länger dauert, ist dann die ganze Beschreibung mit den Timestamps auszufüllen. Das dauert sehr, sehr lange. Mal gucken, wann ich die Zeit dafür habe und ich die Lust dazu aufbringe, das dann ja, zu machen und hochzuladen. Mal gucken. Das Aufnehmen ist eigentlich so der entspannte Part. Aber ja, quasi das konträre Video zum 279, zur 279-Kampagne. Die 260-Kampagne. Wir werden das so machen, ich werde wieder auf nicht alle Missionen eingehen. Ich werde die Stück 4-Mission nur sehr sporadisch behandeln, aka ich werde nur auf die 15er-Mission eingehen, weil erstens mal haben wir einen Missionsstrang mehr, als wie beim 279. Wir haben hier 4 anstatt nur 3. Und die Stück 4-Missionen sind wirklich ultra einfach. Also wer die nicht schafft, den kann ich auch nicht mehr helfen. Das kriegt wirklich der größte, also wirklich, der größte Bot kriegt das hin. Wirklich. Auch, ich glaube, gibt es überhaupt Bones-Missionen bei den Schwerpanzern? Ich weiß es gar nicht mehr. Die sind wirklich ultra einfach. Es ist auch die Arti-Mission, die würde ich alle abschließen, alle auch auf perfekt machen. Also die 15er-Mission, die kleinen Missionen, die sind total egal. Aber die 15er-Mission würde ich alle auf perfekt abschließen bei der Stück 4. Gehen wir aber gleich drauf ein. Vorher würde ich noch über die Arti sprechen, die würde ich nämlich auch sehr sporadisch behandeln, weil das im Prinzip bei jedem Missionsstrang, bei jedem Panzer immer dasselbe ist. Und ihr da eigentlich nur einen Panzer für braucht, zumindest beim 260, bei der 260-Kampagne. Und das ist die glorreiche M53, M55, jeder hasst sie. Jeder liebt sie vielleicht auch. Ich nicht. Ich bin froh, dass ich sie endlich nicht mehr fahren muss. Ja, M53, M55 ist wahrscheinlich mit die beste Arti für die Mission mit der kleinen Kanone. Ich würde euch auch empfehlen, die kleine Kanone zu fahren, weil die einfach schneller schießt. Und wenn ihr so Stun-Missionen machen müsst, wo ihr mehrere Gegnerfahrzeuge betäuben müsst oder ihr ja bestimmte Betäubungsdauer braucht, dann würde ich die kleine Kanone nehmen. Es gibt auch Missionen, wo ihr mehrere Gegnerfahrzeuge splashen müsst auf einmal, also mit einem Schuss. Da würde ich dann, denke ich, die große Kanone fahren, weil die einen größeren Radius hat. Also einen größeren Sprengradius. Das sind Ausnahmen, wo ich die große Kanone fahren würde. Aber ansonsten macht die kleine Kanone eigentlich immer mehr Sinn. Weil ihr halt mehr ballern könnt. Und ihr damit halt auch mehr im Zweifel Unterstützungsschaden abklamüsern könnt. Weil ihr halt auch schneller reagieren könnt. Ja. Ansonsten, warum die M53? Ihr seid halt schnell, ihr habt einen drehbaren Turm, ihr habt eine einigermaßen vernünftige Kanone und ja, seid halt mit am flexibelsten und ihr seid hier für Tier gesehen, ich denke, unumstritten die beste Missionsarti, so für die komplette Kampagne eigentlich, mit der man das eigentlich gut machen kann. Ich habe es auch gemacht. Was ich bei der Arti gemacht habe, Ich würde es so machen, dass ihr die Stück 4 komplett ausgezeichnet abschließt. Genauso wie, also die 15er Mission. Und bei T28 HDC genauso, habe ich auch perfekt abgeschlossen. Und spätestens ab den T55 Alpha könnt ihr euch entscheiden, ob ihr euch das noch antun wollt oder nicht. Ich habe es übersprungen, also ich habe die 15er Mission nicht gemacht, genauso wie beim 260. Ich habe hier noch ein paar kleine Missionen abgeschlossen, das habe ich aber erst ganz spät, also sehr viel später gemacht, als ich schon mit dem ganzen anderen Rest fertig war und ich die Panzer schon hatte, weil ich halt für die 279 Mission Arti fahren musste und ich habe dann halt nur die ganzen kleinen Missionen noch mit nebenbei noch gemacht, weil die halt noch übrig waren, weil ich die geskippt hatte. Also ihr müsst die kleinen Missionen nicht vorher machen, damit ihr die 15er abschließen könnt. Ihr könnt die auch direkt skippen. Also wenn ihr, ich glaube, genau 5 Aufträge, glaube ich, oder 4 Aufträge braucht ihr, meine ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Man kriegt ja auch einen, wenn man die ausgezeichnet abschließt. Ich glaube, 4 Aufträge braucht ihr, um die Mission zu skippen. Und
Ihr müsst auch nicht die Aufträge davor gemacht haben, sondern wenn ihr auf die 15er drauf geht, könnt ihr einfach, wenn ihr 4 Aufträge habt, die einfach überspringen und müsst es dann nicht machen. So habe ich es auch gemacht, weil spätestens ab dem 260 ist Artifahren, also die ganzen Artemissionen schon hart nervig. Es ist jetzt nicht unmöglich, also man kann es schon machen. Die Arti-Enthusiasten, die jeden Tag Arti spielen, werden es wahrscheinlich auch so machen, aber wenn es jetzt so Leute sind wie ich, die halt wirklich überhaupt gar keinen Bock auf diese Klasse haben und gefühlt davor lieber, keine Ahnung, sich irgendwas einführen und daran mehr Spaß haben oder nicht kurz davor sind, vor Langeweile einzupennen, dann ja, würde ich halt raten, die 260er-Mission auf jeden Fall zu überspringen und die bei der T450-Einfach-Mission müsst ihr selber wissen. Ich habe es auch geskippt, ich hatte auch keine Lust drauf. Die 28er und die Stuck 4-Mission haben mir schon gereicht. Ja, beim T550-Einfach müsst ihr selber wissen, ob ihr euch das antun wollt oder nicht. Und euch das der eine Auftrag mehr dann wert ist. Aber wenn ihr halt dann in den Missionssträngen die Mission überspringen müsstet, dann würde ich es lassen, weil das lohnt sich dann halt nicht. Die würde ich dann lieber aussparen für sowas wie die Jagdpanzer 15 Mission beim 260. Wenn ihr, da haben ja die meisten auch immer ein paar Probleme, oder halt bei ein paar Bounce-Missionen, dann würde ich mir das dafür aufheben, als dann das in die Arti rein zu wasten, wenn man sowieso nicht vorhat, die Mission zu machen. Das macht denn keinen Sinn. Ansonsten, Stuck 4 würde ich jetzt im Schnelldurchlauf machen. Also ich gehe nur auf die 15er Mission ein, weil ich habe mir die kleinen Missionen alle schon mal vorher angeguckt. Die sind wirklich ultra einfach. Also wirklich, das schafft ihr wahrscheinlich im ersten Versuch. Es ist nicht immer so, beschädigen sie 2 Gegnerfahrzeuge oder eure Verbündeten müssen ein Fahrzeug oder so beschädigen. Das schafft wirklich. Also wenn ihr nicht komplett am Leben vorbeilauft, dann kriegt das wirklich jeder hin. Wirklich jeder. Auch der roteste, der roten Oberlords der größten Tomaten, selbst der schafft das. Bin ich mir sicher. Beim schwarzen WN8-Profil wird es schwierig, aber wenn ihr kein CPU-gesteuerter Mensch seid oder so, ich weiß es nicht, dann kriegt das wirklich jeder hin. Aber bei der 15. Mission gehe ich extra nochmal drauf ein, weil die sind auch wichtig, die würde ich auch perfekt abschließen. Deswegen machen wir das noch ein bisschen, gehen wir da noch ein bisschen mehr drauf ein. Den Rest, den kriegt jeder hin. Da muss ich nicht nochmal extra irgendwas zu erklären. Da bin ich mir wirklich sicher, das schafft jeder. Aber bei der 15. Mission, bei der Light-Mission, ich würde auch sagen, die Light-Missionen sind so auch beim 55 einfach zu 60. Das sind eigentlich somit die einfachsten, habe ich zumindest das Gefühl. Ich war mit den Light-Missionen immer am ersten fertig. Erst, weil ich natürlich auch gerne Light fahre, aber ich fand jetzt auch nicht, dass die Missionen irgendwie groß schwierig waren. Ich habe die tatsächlich alle so nebenbei mitgemacht. Habe da nie irgendwie groß drauf gegrindet. Die waren irgendwann einfach fertig. Bei der ersten 15er Mission, bei den Lights, müsst ihr 3000 Schaden machen, und also kombinierten Schaden, und 4 Fahrzeuge müssen von eurem Verbündeten beschädigt werden und ihr müsst das Gefecht gewinnen. Allgemein bei den Lights würden sich natürlich so Panzer anbieten wie ein EBR oder ein T-100 Lightweight. Für die Mission wäre wahrscheinlich ein T-100 Lightweight ganz gut, weil der halt Schaden machen kann. Und aber trotzdem gut spotten kann. Manticore ist vielleicht, mit dem geht es bestimmt auch, aber Kanone ist halt eher so lala. Deswegen der Strang hin zum T-100 Lightweight ist, denke ich, besser für die Mission, einfach weil er ein bisschen vielseitiger ist. Wenn ihr jetzt allerdings nicht so Bock habt auf sowas wie einen T-54 Lightweight, weil der halt schon mehr Richtung Medium geht, oder sowas wie ein LTDB, dann vielleicht auch die Franzosen-Lights, die gehen, denke ich, auch ganz gut. Nur die sind halt beim Spotten dann ein bisschen schlechter. Müsst ihr selber wissen. Ich denke, ich würde die T-100 Lightweight-Reihe nehmen. Weil die einfach am vielseitigsten ist und man mit der trotzdem noch gut spotten kann. Ich glaube, wenn man T-100 Lightweight hat, dann braucht man gefühlt wahrscheinlich für die Mission nichts anderes mehr. Und das meiste ist dann einfach nur lagabhängig, ob ihr halt eine gute Map bekommt oder nicht. Auf Himmelsdorf dann irgendwie später, was weiß ich, 10.000 kombinierten Schaden zu machen, ist halt schwierig. Naja, ja, das hängt dann halt meistens eher von der Map ab, als wie jetzt wirklich vom Panzer oder so.
Wenn er einen halbwegs vernünftigen Panzer hat, der es gut spotten kann oder so. Und wenn eine Map hat, die nicht komplett Arschritze ist, also sowas wie Ensk oder sowas, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich fand die auch mit am einfachsten, die Leitmissionen. Und die kann man auch gut ausgezeichnet abschließen. Wie gesagt, einmal kurz einen Early-Spot machen, klärt für Gegnerfahrzeuge auf. Irgendwie 4 TDs in irgendeiner Camp-Position, die werden alle angeschossen und dann habt ihr es schon geschafft. Ihr müsst dann nur noch das Game gewinnen. Das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Mission, wenn wir ehrlich sind. 3000 kombinierter Schaden ist auch nix. Also wenn ihr schon 1000 Schaden macht, dann müsst ihr bloß noch 2000 Spot holen. Kriegt, denke ich, jeder hin. Wenn ihr eine halbwegs vernünftige Karte habt. Bei den Mediums müsst ihr 2 gegnerische Jagdpanzer zerstören und ihr müsst 5 Gegner beschädigen und das Game gewinnen. Ist auch noch relativ human, gerade so im 10er-Only-Battle sind relativ viele TDs. Früher war das vielleicht noch ein bisschen, war vielleicht schwieriger, vielleicht waren dann weniger TDs unterwegs, aber mittlerweile im Matchmaker hast du ja so unendlich viele Unterstützungspanzer. Teilweise 3 TDs und, 3 Lights und, was weiß ich, 8 TDs, 2 Mediums und ein Heavy. Solche irrsinnigen Templates sieht man ja jetzt gar nicht mehr so selten. Also es ist jetzt nicht unmöglich. Gerade die 15er Mission am Anfang ist noch sehr human. Einfach 2 gegnerische Jagdpanzer zu zerstören, ist halt auch ein bisschen Luck. Vor allem später dann wird es dann immer mehr. Er müsste, glaube ich, später 8 oder so. Oder waren es 8? Vielleicht noch 6? Ne, 8 wäre ein bisschen viel. Werden wir ja dann noch sehen. Bis dann später relativ viele gegnerische Jagdpanzer zerstören. Da braucht man dann ein bisschen Glück vom Matchmaker. Bietet sich dann wahrscheinlich auch eher Platoon an und dann halt die Kills abstauben. Aber kommen wir später noch dazu. Die Stuk 4 Mission, die 15er Medium Mission sollte eigentlich jeder schaffen. 2 gegnerische Jagdpanzer. Einfach auch eine Stufe fahren, wo viele Jagdpanzer unterwegs sind. Beziehungsweise wo ihr viel einstufige Matches habt mit viel TD Matchmaking. Stufe 8 zum Beispiel bietet sich an mit den ganzen Scorpions und Zeus und Isus und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Die ganzen TDs dieser Welt. Ich denke, Stufe 8 und Stufe 10 bieten sich damit am besten an, weil du da einfach am meisten einstufige Gefechte hast. Auch jetzt für die späteren Missionen sollte das kein Problem sein. SP15. Ihr müsst, kleiner Cut, ich war gerade noch auf Toilette, ihr müsst 4000 Schaden blocken, erhalten oder verursachen. Das heißt, wenn ihr selber Schaden macht, kriegt ihr dafür ja Damage. Oder wenn ihr blockt, wird das noch mit reingezählt. Und wenn ihr quasi HP verliert, zählt das auch mit da rein. Das heißt, wenn ihr einen 10er Heavy fahrt, zum Beispiel eine Maus, habt ihr eigentlich schon die Mission fast geschafft, wenn ihr einfach sterbt. Also, ihr habt ja schon 3000 HP mit der Maus zum Beispiel, müsst dann noch einen Schuss blocken oder 2 Schuss Schaden machen und habt das schon geschafft. Also, ist auch ultra easy. Schwieriger wird es dann mit einem ausgezeichneten Abschluss. Müsste 20% des eigenen des Teamschadens verursachen. Ist in so 10er Battles, denke ich, mit am einfachsten, einfach weil ihr mit den höchsten Damage Output habt. Ihr habt natürlich auch am meisten HP Pool. Allerdings, wenn ihr Top Tier seid, sollte das kein Problem sein. Also, wenn ihr ein Top Tier Matchmaking habt und halbwegs vernünftigen Heavy, also ein S-Kong, gut, bald ist nicht mehr, aber. 60 DP oder sowas. 60 DP ist wahrscheinlich mit am besten für die Mission. Sehr kompetitiver Panzer, der gut Damage raushauen kann, aber auch viel AP hat und was blocken kann. Ich denke, 60 DP, wenn ihr die Reihe grindet und euch den in die Rage gestellt habt, habt ihr somit für die Mission mit dem besten Panzer. Ach so, bei den Mediums würde ich sagen, na, gehen wir dann eh noch gleich noch drauf ein, aber ich denke, so ein 140 würde sich anbieten. Generell Mediums, die vielleicht. Man kann natürlich auch ein Leo 1 machen. Klar, ist meiner Meinung nach mit der beste Medium aus dem Tech Tree, aber ich würde sagen, so für einen Anfänger oder einen nicht ganz so fortgeschrittenen, würde ich jetzt sagen, vielleicht ein 140, ein Panzer, der ein bisschen Panzerung hat, aber trotzdem spotten kann und halt eine nicht ganz so schlechte Kanone hat.
Weil ihr müsst halt bei Mediums auch ein bisschen spotten. Da würde ich dann sowas wie, wie gesagt, wie ein 140 nehmen, vielleicht auch sowas wie ein E50. Also Panzer, die jetzt sehr vielseitig sind, aber halt trotzdem noch ein bisschen Panzerung haben. Aber halt trotzdem auch spotten können und die Rolle von einem Light trotzdem noch mit einnehmen können. Weil ihr müsst halt in ein paar Medium-Missionen müsst ihr halt auch Unterstützungsschaden, meine ich, sammeln. Centurion Action X zum Beispiel würde sich auch anbieten. Ist wahrscheinlich sogar mit der perfekte Panzer für die Mission. Also für die Medium-Mission. Weil du hast halt einfach alles, du kannst spotten, du kannst ballern bis zum Umfallen, hast einigermaßen gute Kanone, bist okay mobil, hast AP. Centurion Action X mittlerweile, seit er gebufft wurde, wahrscheinlich mit sogar der beste Panzer für die Mission. Für Leute, die jetzt nicht so medium bewandert sind, sag ich mal. Ansonsten bei den Heavys wahrscheinlich sogar 60 DP, wenn dann der S-Comp genervt wird. Ist einfach das rundeste Gesamtpaket dann. Auch was so Panzerung und HP-Pool angeht. Plus er ist auch gar nicht mal so langsam, dafür, dass es ein super Heavy ist. Fährt er trotzdem seine 45 km/h, erreicht er zwar nicht, aber bergab mit ein bisschen Anschubhilfe erreicht er die auch. Also ist trotzdem, obwohl er so ein fetter Klotzkörper ist, gar nicht mal so ultra langsam. Was man mit einer Maus oder so vergleicht. Bei den Jagdpanzern, JP15, ihr müsst 2k Damage machen und 2 Gegner zerstören. Ja, ist einfach eine reine Skill-Mission. Also müsst ihr das, ich glaube, das Schwierigste ist einfach nur das Game zu gewinnen. Ich denke, wenn ihr das Game gewonnen habt, habt ihr das eh schon abgeschlossen. Auch ausgezeichnet. Am besten natürlich ein TD nehmen mit hohen Alpha vielleicht, um auf die Kills zu geiern. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt ein E25, wo er halt 100 Schaden macht und dann die letzten 50 AP schießt doch irgendwer drauf und klaut euch den Kill. Würde ich jetzt vielleicht nicht fahren, aber ja, eine Grille 15 oder sowas. Generell Grille 15, damit habe ich eigentlich fast alle Missionen gemacht. Sehr gute Reihe, die man grinden kann. Ist auch sehr angenehm, finde ich. Wenn man auf so Redline-TDs, beziehungsweise mobile TDs steht. Grille 15 meiner Meinung nach geiler Panzer. Sehen viele auch nicht so, aber ich finde die sehr angenehm. Ich spiele die auch immer noch sehr gerne. Macht mir persönlich auch immer noch Spaß. Gerade dann noch mit dem verbesserten Drehmechanismus und wenn man dann noch vielleicht, na gut, das ist ein bisschen wasted, aber wenn man da noch die verbesserte Zielführung einbaut aus dem Ansturmshop, ich denke, dann geht das Ding auch noch mal richtig gut ab. Ich denke, der Bond-Drehmechanismus, wenn man den dann irgendwann mal hat, wird da auch sehr gut funktionieren drauf, dass man dann nicht mehr so ganz so beschissenes Gun-Handling hat während der Fahrt. Auch wenn man das nie ganz loswerden wird. Aber ansonsten, Grille 15 ist so, denke ich, für die Mission ganz gut. Wenn man jetzt so eine Mission hat, wo man jetzt nicht aufgeklärt werden will, geht der Panzer eigentlich auch, aber die extremste Version wäre dann natürlich der Stritzwagen, aber der ist dann halt... Für fortgeschrittene Spieler würde ich Stritzwagen auch empfehlen, weil ist ein guter Panzer, hat viel DPM, kann man auch aggressiv spielen, aber... Muss man auch wissen, was man tut, wenn man den aggressiv spielen will. Zumindest den 10er. Beim 8er würde ich es lassen. Der hat keine Panzerung. Beim 9er muss man wissen, was man tut. Genauso wie beim 10er. Ansonsten würde ich halt sagen, Grille 15, einfach weil die mit am mobilsten ist. Wenn du damit einfach am meisten machen kannst, hast du halt nur keine Panzerung. Aber ansonsten, für die Kills ist die super, weil die 100 Alpha hat. Plus eine genaue Gun, wenn man den einzielt. Und ja. Hat halt nur keine Panzerung. Sonst bei so Frontschweinen natürlich E3 bietet sich an. Kann man auch fahren. Für so für die JP15-Mission kann man auch nehmen. Ist jetzt halt nicht so meins, weil so ultra langsame Panzer, solche Keiler, finde ich jetzt nicht so ultra geil. Aber so ein E3 bietet sich natürlich an. E4 jetzt eher nicht so, aber E3 kann man fahren. Foch B dann, wenn er vielleicht gebufft wird. Für Leute, die da Spaß dran haben, kann man vielleicht auch nehmen, aber wenn ich einen Panzer für die JP15-Mission nehmen würde, wäre es sehr wahrscheinlich die Grille oder halt sowas wie einen E3. Je nachdem, mit welchem Panzertyp man besser klarkommt. Ob man jetzt fett reinogern will oder man halt ein bisschen wie Medium spielt, wie halt mit der Grille. Was ich halt eher präferiere.
Aber wie gesagt, die Stufe 4 15er Mission, die ist noch sehr, sehr human. Die wird später noch ein bisschen schwieriger. So. T28 HTC. Wir werden es ja auch so machen. Ich werde hier jetzt auch nicht auf jede Mission eingehen beim T28, weil die auch noch sehr einfach sind. Es gibt ein, zwei Missionen, die ein bisschen knackiger sind. Da werde ich dann noch drauf eingehen. Cut ich dann einfach zu der Mission hin. Ansonsten gehen wir auch nur auf die 15. Mission ein und überspringen den Rest erstmal, weil das auch noch schon noch auf Stufe 4 Level ist, wenn wir mal ehrlich sind. Richtig knackig wird es dann erst ab dem T55 Alpha. Es gibt ein, zwei Missionen, die ein bisschen nervig sind. Da gehe ich dann kurz näher drauf ein. Aber den Rest überspringen wir einfach, um das Video hier nicht vollkommen unnötig in die Länge zu ziehen, weil sonst sage ich immer eh immer dasselbe. Weil es halt auch sehr viele Missionsstränge sind, muss man halt sagen. Ja, gerade beim T28 HDC gibt es eine Leitmission, gibt es auch bei der Stufe 4. Das ist diese Cap-Mission, die ist ein bisschen nervig, wenn ich sie denn finde. Also, ihr müsst halt 20 Cap-Punkte zurücksetzen oder halt erobern. Würde ich euch empfehlen, einfach Angriff, Verteidigung und Begegnungsgefecht anzustellen. Und dann einfach pray to God, dass ihr halt dieses eine Gefecht bekommt, wo ihr halt mal die Basis zurücksetzen könnt. Am besten natürlich ein Light nehmen, der relativ schnell ist, zum Beispiel ein EBR. Womit ihr halt kurz reinjallern könnt. Ihr schießt mit HE den Typen an, der die meisten Cap-Punkte hat, also der am ersten reingefahren ist. Oder halt der alleine im Cap steht. Müsst natürlich ein bisschen warten, nicht direkt reinogern, weil dann 20 Cap-Punkte zurücksetzen ist halt jetzt gar nicht mehr so ultra wenig. Das sind halt, ich glaube, 20 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie viel man für 10 Sekunden Cap-Time bekommt. Kommt noch ein bisschen drauf an, wie viele Leute im Cap stehen. Oder ihr schafft es halt, eine Basis einzunehmen. Müsst natürlich auch relativ am Anfang mit drin stehen, weil ihr halt 20 Cap-Punkte braucht. Ich denke mal, Cap-Punkte zurücksetzen ist ein bisschen einfacher. Einfach mit einem schnellen Light reinogern und dann kurz einmal die HE rausballern und zurücksetzen und dann hat man es geschafft. Man muss dann bloß noch das Game gewinnen. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste der ganzen Mission. Ja. Aber ansonsten Begegnungs- und Angriffsgefecht einschalten, damit man halt die Chance hat, gerade im Begegnungsgefecht ogern immer sehr viele in die Mitte und stellt sich in Cap rein, um da die Chance zu bekommen, da mal den einen oder anderen zurückzusetzen. Und klappt halt einfach besser als wie im Standardgefecht. Genau, ansonsten die Leitmission auch wieder so wie bei der Stufe 4 nicht wirklich schwierig. Man muss halt hier mal 1800 Schadenspunkte an Spot haben oder hier mal 1500 Schadenspunkte und 1000 Schaden selber machen. Das kriegt man mit einem Russenlight eigentlich ohne Probleme hin. Kurz mal was spotten, hier und da ein, zwei, drei Schüsse machen und fertig. Wie gesagt, die T28 Missionen sind auch noch alle sehr, sehr human. Hier muss man meinen Gegner checken. Es schafft, denke ich, jeder, der ein bisschen Sinn und Verstand hat, kriegt das eigentlich genauso wie bei der Stufe 4 auch hin. Das sind ja keine Mammutaufgaben. Wie gesagt, ein, zwei nervige Missionen gibt es ja, aber da gehe ich auch kurz drauf ein. Sag da kurz was zu und der Rest sollte eigentlich wie von selbst laufen. Bei der LP15er Mission müsst ihr diesmal 4000 Schaden kombiniert machen und diesmal nicht 4, sondern 5 Gegnerfahrzeuge beschädigen. Also auch wieder eine halbwegs vernünftige Map bekommen, ist wie bei der Stufe 4. Und dann geht es eigentlich von alleine. Also eine Runde pro Aufgabe und ihr habt es eigentlich geschafft. Kurz mal den ganzen TDs hinten spotten und es ist fertig. Dann kommen auch die 4000 Schaden von alleine zusammen. Ist halt ein bisschen, ja, eigentlich ist es einfach nur Luck oder halt Durchhaltevermögen, bis halt endlich mal die richtige Karte kommt und mal was machen kann. Und dann läuft das eigentlich von selber. Sollte, denke ich, jeder hinkriegen im ausgezeichneten Abschluss. Würde ich auch empfehlen. Also auch die T28 HTC-Mission alle perfekt abschließen. Weil ansonsten quält ihr euch beim 55 Alpha und beim 260 dann nur selber. Das ist unnötig. Mittlere Panzer. Ist eigentlich genauso wie bei der Stufe 4. Es gibt ein, zwei Missionen, die ein bisschen nervig sind, wenn ich sie denn finde.
einmal dieses neuen Gegnerfahrzeug beschädigen. Geht eigentlich mit so einem Russenmedium, also das hier, mit dem Russenmedium am besten. Später sind es dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Einfach Mediums nehmen, die eine hohe Feuerrate haben. Das ist eigentlich mit am einfachsten. Oder einfach ballern. Es ist genauso wie die 279-Mission, wo man, glaube ich, auch eine bestimmte Anzahl an Schüssen haben muss im Durchschnitt. Da eignet sich einfach so ein 140 mit am besten. Habe ich, glaube ich, auch mit einem 140 gemacht. Zerstören Sie ein Gegnerfahrzeug durch RAM. Weiß gar nicht, ob das bei der Stufe 4 auch schon da war. Bietet sich natürlich ein E50M an oder halt ein normaler E50. Also würde ich nehmen. Man kann es natürlich auch mit jedem anderen Medium machen und halt gucken, dass man irgendwo einen One-Shot hat, der irgendwie nicht mehr 10, 20 AP hat und dann einfach rein da. Aber mit einem E50 ist es halt am einfachsten. Wenn man jetzt nicht unbedingt einen E50 hat, muss man halt gucken, dass man halt irgendwie den Gegner runterschießt. Mit einem 140 vielleicht. Hat nicht so einen hohen Alpha, da geht es vielleicht sogar noch mit am besten. Und den dann halt, ja, abarbeitet. Am leichtesten ist natürlich ein Light zu rammen oder halt ein Panzer, der halt nicht so viel wiegt. Um halt am meisten Damage zu machen. Die Mission kann ein bisschen nervig sein, aber ich denke, wenn man E50 hat oder so, guckt, dass man irgendwo einen Gegner hat, der nicht mehr so viel AP hat und dann einfach W und Heidi Yalla, gib ihm rein da und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Vielleicht auch im Zug. Der erste Ram mit rein und der zweite, ja, staubt dann den Kill ab mit dem Ram. Macht da ein bisschen YOLO-Platoon und dann sollte das, denke ich, gehen. Die Brandmission, da eignet sich wahrscheinlich sogar ein Autoloader mit am besten. Sowas wie ein TVP, wenn man ihn denn hat. Oder eine Bedjet geht auch. Und dann halt für die Module gehen, also auf den Motor-Aim oder auf den Fuel-Tank, wenn man weiß, wo er ist. Oder sowas wie ein Charm-LE, wenn man ihn denn hat. Charm-LE ist wahrscheinlich mit am besten. Weil er einfach sehr hohen Modulschaden hat und sehr, sehr schnell feuert. Mit dem kriegt man eigentlich fast jede dritte Runde oder jede zweite Runde ein Feuer. Ach nee, ist ja Medium. Ich bin lost. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Vergesst es mit dem Charm-LE. Aber ein Medium nehmen, der eine hohe Feuerrate hat. Oder halt, ja, ein Autoloader. Und dann auf die Module aimen. Ich war schon wieder bei der 279-Mission, aber ja. Autoloader sind, denke ich, mit am besten. Oder einfach auf den Fuel-Tank aimen und dann kommt das dann früher oder später. Ist halt auch ein bisschen Luck, die Mission. Aber früher oder später wird das vorher dann kommen. Und die 1500 Schaden sollte dann, denke ich, auch jeder hinbekommen. Den Rest, 2200 Schaden, 4 Gegnerfahrzeuge zerstören, kriegt, denke ich, jeder hin. Die MP15-Mission. Ihr müsst 1000 Schaden an Jagdpanzer machen. Also genauso wie die Stuk 4-Mission, wo dass ihr halt nur 1000 Schaden machen müsst und halt nicht nur 2 Gegner killen müsst. Und für den ausgezeichneten Abschluss müsst ihr halt einfach nur 6 Gegner anschießen. Also, das sollte, denke ich, mit einem 140 oder so möglich sein. Oder ihr nehmt halt ein Medium, der ein bisschen mehr Alpha hat, sowas wie ein Leopard 1, dann ist das Kills abstauben vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber ich meine, 2 gegnerische Jagdpanzer killen bei dem Matchmaking aktuell sollte das, denke ich, kein Problem sein und 6 Gegner anschießen. Wenn man jetzt nicht unbedingt in der ersten Minute oder so stirbt, ist es, denke ich, auch machbar. Also ist jetzt hier keine unmögliche Aufgabe. Und kriegt, denke ich, jeder hin. Mit einem Medium wie einem 140, vielleicht auch einem Leopard 1, wenn man sich zutraut und das kann. Aber ich denke, mit einem 140 ist es auch gut machbar. Die Heavy-Mission. Da gibt es, glaube ich, schon die erste Bounce-Mission, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da eignet sich natürlich, kann ich mal voraussagen, Deutsche Panzer, VK 100P oder E75, mit dem habe ich es, glaube ich, sogar gemacht. Wenn ich sie denn finde, wenn es sie überhaupt gibt. Auch wieder Eroberung und Verteidigen, SP7, wieder Angriffsverteidigung, Begegnungsgefecht einstellen. Das ist, denke ich, am einfachsten. Ah ja, die RAM-Mission gibt es ja auch. Da eignet sich sowas wie ein E7 oder ein 277, also schnelle Heavies. 260, lul. Habt ihr logischerweise nicht, aber ja, ein E7 ist, denke ich, mit am besten dafür geeignet.
In Kombination übrigens mit einem Platoon-Mate, der CS63 fährt und dann der erweiterte Turbolader ist, funktioniert dann übrigens sehr gut. Also geht auch. Könnt natürlich auch E75 fahren und dann halt gucken, dass ihr irgendwo bergab vielleicht irgendeinen Low-HP-Gegner erwischt und den dann halt einfach wegrammt, geht natürlich auch, aber mit einem E7 oder so und einem 277 ist es halt mit am einfachsten. Generell Heavy Grind würde ich so empfehlen. Eigentlich schon die deutschen Heavys, weil man halt später für die Bounce-Mission halt einen Panzer braucht. Weil wenn man den plant, die zu machen, man muss die natürlich nicht machen, man kann ja überspringen, später dann mit dem Aufträgen. Aber ansonsten, ja, die RAM-Mission gibt es halt auch später, glaube ich, noch. Also sowas wie 277, E7 würde ich, denke ich, mit Grinden sind ja auch mit relativ gute Panzer für den Anfang. Zumindest der E7, 277 jetzt vielleicht eher nicht so, aber E7 ist ja sehr forgiving, genauso wie der 257. Mit dem kann man dann auch gut die RAM-Mission machen. ES3 ist jetzt auch nicht so ultra langsam. Klar, schnell ist er auch nicht, aber mit dem kriegt man das vielleicht auch hin, wenn man eine günstige Situation hat. Also ich denke mal, Russen-Heavys eignen sich dafür auch ganz gut. Ansonsten, genau, hier ist die Bounce-Mission, genau. Die Bounce-Mission. Ihr müsst mindestens zweimal so viel Schaden abwehren, wie ihr Fahrzeug Strukturpunkte hat. Da eignet sich sogar, glaube ich, sogar der Panzerkampfwagen, nicht der Panzerkampfwagen 7, der, wie heißt er? Tiger P, der Porsche Tiger, weil der eine relativ trollige Panzerung hat, glaube ich. Der wurde, meine ich, auch gebufft. Und da gibt es ja zumindest beim 28 HTC noch keine Regulierung, was die Tierstufe angeht. Ich glaube, da kann man auch Tierstufe 7 fahren, ist halt, glaube ich, nicht so wie beim 279. Da eignet sich der sogar vielleicht sogar am besten, weil halt auch auf den unteren Tierstufen nicht ganz so viele, ja, erfahrene Spieler unterwegs sind, aka nicht die hellsten Kerzen. Ansonsten VK100P eignet sich natürlich dafür. Für Bounce-Missionen hat er halt nur ein bisschen mehr HP, deswegen ist es mit dem ein bisschen schwieriger und ja, Stufe 18 hat auch nicht mehr so viele PP-Gas unterwegs. Ansonsten sowas wie ein E75 geht auch. Tiger 2 geht vielleicht auch. Ich denke, E75 ist damit auch ganz gut am Start, was Panzerung angeht. Wenn man es halbwegs schlau anstellt. Also ich habe mit dem auch relativ viele Bounce-Missionen gemacht. Ja, in 100 wenige Gegner kann ich nicht schießen. Dann auch. Oder halt auf das Anwinkel reinfallen. Habe jetzt tatsächlich auch die ein oder andere Bounce-Mission, aber jetzt tatsächlich mit dem R100 gemacht, auch beim 279. Einfach weil die Gegner, wenn sie nicht genug Heatpen haben, trotzdem einfach auf den Turm schießen und dann halt bouncen. Ist auch ganz nett. Also mit dem kann man es auch machen. Ist dann halt nur blöd, wenn man halt so eine Mission hat mit HP-Pool. Also mach so und so viel Schaden, bounce so und so viel Schaden, wie du HP hast. Ist dann halt mit so Low-Tier-Panzern ein bisschen einfacher. Als wie mit so 10ern. Deswegen würde ich es vielleicht eher mit dem Porsche Tiger versuchen. Das sind auch 1000 Schaden gut machbar, also in dem 7er Panzer ist das, denke ich, kein Problem. Plus er hat halt eine drollige Panzerung. Muss er aber auch kein deutscher Panzer sein, also kann er auch so was wie ein 703 sein und dann müsst ihr halt hoffen, dass er halt nicht so schlauen Gegner habt. Generell halt jeder Heavy mit Trollpanzerung eignet sich da. Was fällt mir noch so ein? 257 natürlich. Gibt immer noch genug, die da in die Seite reinballern. Und wenn ihr einfach mal im, ja, so 70, 80 Grad Winkel rausfahrt und ihr dann ein paar Leute in die Kette reinbaitet, eignet sich auch ein 257 ganz gut dafür. Wenn ihr es in E7 grindet, mit dem sind auch 1000 Schaden kein Problem. Kann man auch nehmen. Fällt, ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Ansonsten hier drei Gegnerfahrzeuge, zwei verschiedene Typen zerstören. Kriegt auch jeder hin. Die 15er Mission. Ihr müsst 6000 Schaden blocken, bekommen oder verursachen. Also auch wieder, wenn ihr selber Schaden macht, zählt das mit rein. Wenn ihr Schaden bekommt, zählt das mit rein. Und wenn ihr Schaden blockt, zählt das mit rein. Nur halt Spot nicht. Genauso wie bei der Stuck-Mission, nur mit dem Unterschied, dass ihr halt 2000 Schaden mehr machen müsst. Also ja, 6000, das klingt jetzt erstmal viel, aber ist halt, wenn ihr halt zum Beispiel in 10er fahrt, habt ihr halt schon die halbe Miete. Die haben ja alle so 60 DPH, da 3000, knapp 3000 HP, nicht ganz.
ja, macht ihr noch zwei Schuss Schaden, blockt ein bisschen was und wenn ihr dann sterbt, habt ihr es eigentlich schon fast geschafft. Nur für den ausgezeichneten Abschluss müsst ihr dann halt hoffen, dass ihr halt ein gutes Matchmaking bekommt, dass ihr halt Top-Tier seid. Und dann ist es eigentlich kein Problem. Also im Top-Tier-Game einfach so lange spielen, bis ihr ein Top-Tier-Game habt und dann halt performen. Dann ist der AP-Pool am geringsten und ihr habt halt einen relativ guten Panzer mit dem Zähner. Also mit 60 TP zum Beispiel. Geht aber auch mit dem E7. Dann einfach gut performen. 20% vom Teamschaden machen und das sollte dann kein Problem sein. Wenn ihr in einem Top-Tier-Game seid, ich weiß gar nicht, wie groß der HP-Pool dann ist, 20.000, 18.000, müsst ihr so knapp an die 4.000 Schaden machen. Kriegt man im 10er, denke ich, hin. In einer halbwegs vernünftigen Runde. So, die Jagdpanzer-Mission. Da gibt es, meine ich, eine Mission, wo ihr eure AP an Schaden machen müsst. Ich glaube mal 3 oder sowas. Ich gucke kurz mal durch. Genau. Verursachen sie 3-mal mehr Schaden, als ihr Fahrzeugstrukturpunkte besitzt. Da bietet sich natürlich an, einfach einen TD zu nehmen, der halt niedrige Tierstufe ist. Also ihr seht hier, kann mit Jagdpanzer der Stufe 5 und 10 abgeschlossen werden. Ich glaube, beim T55 Alpha ist es dann Stufe 6 und beim 260 Stufe 8. Also Minimum. Das heißt, ihr nehmt einfach irgendeinen 5er TD, ein M10 RBFM zum Beispiel bietet sich an, also irgendeinen OP 5er TD, der euch so in den Sinn kommt. M10 RBFM, ich guck kurz mal, Stuk 3G geht auch, Stuk 85 geht auch, Wolverine ist vielleicht nicht so, die Badewanne kann man auch nehmen, AT2 ist vielleicht nicht so, 60 GFT jetzt auch nicht, aber ja, M10 RBFM. Bieten sich alle an. Seemovent ist auch nicht so kacke. Also irgendein 5er DD, der halt nicht so viel HP hat und mit dem dann halt 3-mal so viel Schaden machen, kriegt, denke ich, jeder hin. Da einfach, wie gesagt, einfach ein DD nehmen, der halt eine sehr niedrige Türstufe hat, da müsst ihr nicht so viel Schaden machen und dann läuft es eigentlich von alleine. Ansonsten für diese Longshot Mission, also über 300 Meter Schaden machen oder 250 Meter, bietet sich natürlich sowas wie generell irgendwelche Redline-TDs an, die halt über große Entfernungen snipen, Rheinmetall, Grille 15, Streuwagen, die bieten sich dafür an. Oder für unentdeckten Schaden halt auch die ganzen Redline-Warrior. Man kennt sie, man liebt sie, zu 130 PM. Wie gesagt, Panzer, die halt viel auf Entfernung fighten. Für so gegnerische, schwere Panzer, die eine Stufe über euch liegen, würde ich halt keine TDs fahren. Ist wahrscheinlich am einfachsten. Klar, geht natürlich auch mit der Grille, wenn man es kann. Und man aktiv in der Stadt mitspielt. Wobei, nee, mit der Grille geht es nicht, weil ihr müsst ja Gegner über euch killen. Also am besten halt, halt 8er oder 9er fahren. 9er wahrscheinlich am besten, weil die noch eher an ja, 10er ganz gut rankommen, so vom Performance-Level. Irgendein 9er TD von. Am besten natürlich ein Keiler TD. T30 zum Beispiel bietet sich gut an. Fällt mir jetzt so im Affekt ein. Also T30 wahrscheinlich sogar mit am besten für die Mission. Schöner Keiler TD mit Dick Alpha, mit dem man dann easy die Heavy gefahren kann und man muss einfach nur gegnerischen 10er Heavy zerstören. Einfach auf den Kill geiern. Und dann sollte das kein Problem sein. Ja. Die 15er Jagdpanzer-Mission dann 3000 Schaden, also im Gegensatz zur Stufe 4 Mission einfach 1000 Schaden mehr machen. Ich glaube, einen Kill muss man mehr machen. Also auch wieder am besten im Platoon mit einem Light. Ist es natürlich nochmal ein Stück einfacher, auch dann später, wobei bei den 8000 Schaden vielleicht nicht ganz, wenn man dann später bei der 260 Mission ist, ist es vielleicht allein ein bisschen besser, damit der, oder man nimmt halt Light, der halt nicht so viel Damage macht, aber gut spotten kann, Manticore zum Beispiel, der dann für 1 spottet, aber halt kein Damage macht,
sondern aber auch wieder so abpassen, dass halt auch die deine Teammates auch nicht ganz so viel Damage klauen. Es ist dann später ein bisschen schwierig. Die 3000 Schaden sind noch bibi einfach. Kriegt, denke ich, jeder hin. Eine halbwegs vernünftige 9er, 8er, 10er Runde und dann kriegt, sollte das eigentlich jeder schaffen mit einem Jagdpanzer. Wie gesagt, die 3 Kills einfach eine High-Alpha-TD spielen. Mit 750 Alpha, Grille 15 oder sowas und dann einfach auf die Kills warten. Dann sollte das kein Problem sein. Ich würde wahrscheinlich bei den 3 Kills noch gar nicht mal so. Es sei denn, man hat es jetzt eilig, aber ich würde einfach normal spielen und irgendwann kommt das eigentlich von alleine. Außer man muss dann irgendwann 5 oder 6 Kills machen. Dann muss man mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand rangehen, aber die 3 Kills mit 3000 Schaden, das kommt eigentlich von alleine. So. T55 Alpha. Hier können wir auch langsam näher in die kleinen Missionen mit eingehen, weil die werden jetzt langsam ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da sind noch ein, zwei Missionen dabei, die ich geskippt habe, genau. Da können wir jetzt mal näher drauf eingehen. Wie gesagt, T28 und Stufe 4 Missionen sind halt extrem einfach. Gibt ein, zwei Missionen beim T28, die sind ein bisschen nervig, aber der Rest ist eigentlich easy going. Kriegt man wahrscheinlich sogar beim ersten Versuch hin. Und ja, beim T55 Alpha wird es ein bisschen knackiger. Da fangen wir jetzt an, mal auf jede Mission einzugehen. Und ja, mein Way to go, wie ich das machen würde. Ich habe ja auch ein, zwei Missionen geskippt, sieht man ja schon. Ich verwirre bei den neuen Aufträgen. Das meiste ist hier in der Arti drin, auch wegen der 15er Mission. Schauen wir uns das mal an. So, LP1 für den Sieg. Top 3 erzielen Sie die mindestens dritthöchste Erfahrung Ihres Teams. Und gewinnen Sie das Gefecht. Also einfach eine vernünftige Leitrunde erwischen. Das ist eine reine Skill-Mission. LP2, klären Sie das Gegnerfahrzeug auf. Überleben Sie das Gefecht. Da eignet sich natürlich, man kann natürlich auch normal Leit fahren, aber der Easy-Mode wäre quasi einfach EBR zu fahren und kurz einmal über die Hügelkuppel drüber jallern oder kurz rein, wieder raus und dann halt gucken, dass man halt nicht stirbt. Also nicht den 30 Sekunden Jodler machen, aber gucken, dass man eine halbwegs vernünftige EBR-Runde erwischt, kurz mal rein jallern, das halbe Gegnerteam spotten und dann sollte das auch kein Problem sein. LP3, beschädigen Sie 5-mal Gegnerfahrzeuge, indem Sie diese beschießen und klären Sie 4 Gegnerfahrzeuge auf. Kriegt man, denke ich, mit einem T100 Lightbreak ganz gut hin. Also generell mit jedem Russenleit eigentlich. Die können halt relativ gut spotten. Kurz mal rein. Ogern sind ja auch nicht ganz so langsam. LTDB auch. Ist ja auch nicht so slow. Mit einem LTDB geht es, denke ich, auch relativ schnell. Kann man gut rein ogern am Anfang. Die ganzen Gegner spotten und dann ein bisschen noch auf Damage gehen. Das sollte, denke ich, mit dem Russenleit auch kein Problem sein. Erzwungener Halt. Machen Sie 3 Gegnerfahrzeuge durch Ketten. Also durch Beschädigung der Ketten bewegungsunfähig. Kann man auch wieder wahrscheinlich sogar EBR nehmen. Der hat ein relativ gutes Gunhandling, kann man gut auf die Ketten aimen. Bei T100 Lightweight auch geht, hat halt nur eine Schrotflinte, da muss man ein bisschen näher ranfahren. Ansonsten geht eigentlich fast jeder Panzer für die Mission. Außer jetzt vielleicht sowas wie ein Sherry dann mit der Trollkanone. Das vielleicht jetzt nicht, aber. Also wenn man halt einigermaßen gut aimen kann und jetzt nicht 5 Kilometer weit weg steht, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Auf einer Stadtkarte kriegt man das, denke ich, ist wahrscheinlich sogar mit am einfachsten. Gegner müssen eigentlich nur einmal auf da drauf schießen, 350 Schadenspunkte. Später dann natürlich, wenn es deutlich mehr dann sein sollte, mit einem Platoon-Mate, wenn es sich anbietet und ihr nicht forever alone seid. Es ist natürlich nochmal einfacher, aber ansonsten ja, kriegt man eigentlich mit jedem Leit hin. Aufklärungsdaten. Ermöglichen Sie Ihren Verbündeten, 3 von Ihnen aufgeklärte Fahrzeuge zu zerstören. Das ist auch wieder reine Map-abhängige Mission. Einmal Muravanka, einmal Pokrovka oder so bekommen. Die euch halbwegs vernünftig verkaufen und dann die Gegner spotten und dann läuft es von selber. Unterstützungsschaden. Ihr müsst 5 Gegnerfahrzeuge
Also eure Verbündeten müssen 5 Fahrzeuge beschädigen. Das ist eigentlich dasselbe wie gerade eben, nur halt, dass sie halt nicht gekillt werden müssen, sondern halt einfach nur beschädigt werden müssen. Also genau dasselbe. LP7, Artilleriejäger. Ihr müsst eine Arti spotten und eine Arti zerstören. Kann man auch wieder den EBR Way of Life machen. 105er Oktan rein, Turbolader aufgeladen und ich heile Jala, gib ihm ab an die Redline, HE rein und tschüss. Kann man natürlich machen. Man kann es auch auf die normale Art und Weise machen, aber das ist wahrscheinlich die einfachste. Oder halt mit jedem anderen Light einfach durchkrachen. Mit dem Radpanzer ist es wahrscheinlich am einfachsten. Kann man natürlich machen. Man kann es auch normal runterspielen und halt einfach hoffen, dass man halt die Arti spottet und dann einfach killt. Oder wie gesagt, der schnelle Durchlauf wäre dann einfach Turbolader ist geladen und rein da. Kann man natürlich machen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber es ist wahrscheinlich die schnellere Methode. LP8, wieder, das ist wieder diese Cap-Mission. Ja, 40 Basispunkte ist schon gar nicht mal so wenig. Da will ich halt auch wieder Angriff, Verteidigung einstellen, Begegnungsgefecht und guck, dass er halt irgendwie die Basis erobert oder halt zurücksetzt. Weil 40 Cap-Punkte zurücksetzen schon relativ schwierig ist. Also da ist es wahrscheinlich einfacher, auf die Basiseroberung zu gehen. Ist halt eine reine Lack-Mission. Ist ein bisschen nervig. Gerade auch die 260 Cap-Mission wird ein bisschen anstrengend. Bis halt so lange spielen, bis halt irgendwann mal die eine Runde habt, wo halt mal die Basis erobern könnt. Ja. LP9, Adlerauge. Klären Sie viele Fahrzeuge auf und bleiben Sie dabei unentdeckt. Auch wenn irgendeinen Passiv-Scout nehmen, der gut spotten kann. Auf Westfield zum Beispiel in den Standard-Lightbus stellen, dann habt ihr das eigentlich schon geschafft. In der Querfahrt seht ihr eigentlich immer schon mindestens 4-5 Leute. Das sollte kein Problem sein. Übrigens auch für die Captain-Mission bietet sich natürlich auch sowas wie Platoon-Fahren an, um halt schneller die Basis zu erobern zum Beispiel. So als kleiner Tipp. Generell mit Platoon-Fahren bei so Unterstützungsmissionen macht man es sich immer einfacher, wenn man denn Platoon-Mates hat. Die euch auch helfen wollen. LP10, maximaler Erfolg. Verdienen Sie im Gefecht die meiste Erfahrung beider Teams. Reine Skill-Mission. Müsst ihr auch gucken, dass ihr halt eine vernünftige Map bekommt. Und dann halt einfach besser sein als der Gegner leid. Und dann läuft das von selber. LP11, fairer Kampf. Beschädigen Sie 10 mal Gegnerfahrzeuge, die mindestens dieselbe Stufe wie Ihr Fahrzeug haben. Also sowas wie 10er fahren bietet sich an oder 8er. Und halt Lights, die halt nicht komplett nur aufs Bot ausgelegt sind, also halt jetzt nicht unbedingt ein Even 90, sondern Lights, die halt auch Schaden machen können, wie zum Beispiel ein Terrad Lightweight oder ein EBR geht vielleicht auch, wobei die Feuerrate da jetzt nicht ganz so hoch ist, vielleicht eher ein Terrad Lightweight. Ja. Und halt Stufen fahren, die halt sehr viel einstufiges Matchmaking haben, wie eben Stufe 8 oder Stufe 10. LP12, der Geist. Ermöglichen Sie Ihren Verbündeten 1500 Schadenspunkte an Fahrzeugen zu verursachen, indem Sie diese aufklären. Und ihr müsst dabei unentdeckt bleiben. Eigentlich genau dieselbe Mission wie vorhin mit den verschiedenen Gegnerfahrzeugen anschießen. Eins zu eins dasselbe. Einfach gucken, dass ihr eine vernünftige Map habt und dann einfach Panzer spielen, die halt passiv scouten können. Und euch nicht direkt spotten lassen. LP13. 1800 Schaden an Fahrzeugen verursachen, indem sie diese aufklären und ihr müsst 2000 Schaden machen. Also auch wieder eine kombinierte Mission. Geht halt wieder mit so Russenlights am besten eigentlich. Oder halt einem EBR, wenn man es kann. Ja. Ich denke, Russenlights bieten sich dafür einfach am besten an, weil die halt gut Schaden rausdrücken können und halt trotzdem spotten können. LP14. 3500 Schadenspunkte an Gegner spotten, müsst nicht unentdeckt bleiben dabei, also einfach eine halbwegs vernünftige Leitrunde erwischen mit, geht auch mit einem 8er Leit oder sowas. Jetzt nicht unbedingt auf einer Stadtkarte, aber wenn ihr halbwegs offene Karte habt und jetzt kommt keine komplette Kackrunde habt, dann sollte das eigentlich möglich sein. Selbst auf so Karten wie Pilsen, einmal kurz hier die Buschreihe spotten und dann habt ihr es wahrscheinlich schon geschafft. LP15. Komplexe Bedingungen. Ihr müsst 7000 Schadenspunkte kombiniert machen.
Also verursachte und Spotschaden. Ja, einmal pro Grovka auch wieder 4 Fahrzeuge zu zerstören. Also eure Verbündeten müssen 4 Fahrzeuge killen. Für den perfekten Abschluss würde ich dir auch empfehlen, das perfekt abzuschließen. Einfach wegen dem Auftrag. Das ist gut machbar, wenn ihr eine halbwegs offene Karte habt. Pro Grovka ist eigentlich mit am einfachsten. Wie gesagt, wenn ihr jetzt kein Ultra-Super-Unicum im Gegner-Light habt, der halt ein bisschen nervig ist, wenn ihr den halbwegs schnell ausbotten könnt und der dann tot ist, und ihr dann freie Fahrt nach vorne habt, ist das eigentlich easy. Und in der Regel gewinnt ihr dann auch das Game. Wenn euer Team nicht komplett bodenlos ist, aber ansonsten eine Proko-Runde und das Ding ist durch. Wenn ihr euch gut anstellt, gut verkauft, ist halt einfach eine reine Wartemission, sage ich mal. Einfach auch gucken, dass ihr ein gutes Matchmaking habt und dann halt jo, das meiste rausholen. So, die Medium-Mission. MP1. Ihr müsst Top 3 an der Erfahrung sein. Verursachen Sie Schaden im Gegnerfahrzeug. Kriegt jeder hin. Und ihr müsst das Game gewinnen. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Das ist einfach eine vernünftige Runde haben. Nicht komplett reinbutteln, ein bisschen Damage machen. Und halt Top 3. Ja, kriegt, denke ich, jeder hin. Ich meine, verursachen Sie Schaden im Gegnerfahrzeug ist eine wilde Bedingung. Ich meine, muss man ja so oder so. Aber ja, einfach eine vernünftige Runde haben und dann hat man es geschafft. MP2. Beschädigen Sie 12-mal Gegnerfahrzeuge, indem Sie diese beschießen. Eignet sich auch wieder 140. Generell Panzer, die schnell schießen. Vielleicht auch Autoloader. Bei Autoloader schwierig, die laden halt lange nach. Und meistens fokussiert man dann immer ein Ziel. Also einfach Einzelschuss. Panzer mit hoher Feuerrate, wie eben dann 140, dann ist das kein Problem. MP3. Gegnerfahrzeuge innerhalb der ersten 3 Minuten des Gefechts zerstören. Eignet sich natürlich sowas wie ja, Panzer, die halt eine gute DPM haben, SDP1, Centurion oder halt Autoloader. Ich meine, 3 Minuten geht gefühlt eh das Gefecht, also. Und ihr müsst einen Gegner killen. Ihr könnt auch einfach Badget nehmen, rein ja laden, einen Gegner killen, dann habt ihr schon geschafft. Ups. Also mit dem Autoloader ist es wahrscheinlich noch am einfachsten, weil ihr müsst ja nur einen Gegner killen. Eine Badget nehmen und irgendein Medium-Fokus mit wenig AP und dann habt ihr schon geschafft. In den ersten 3 Minuten ist gefühlt eh die Durchschnittsgefechtsdauer, also das sollte kein Problem sein. MP4. Machen Sie 3 verschiedene Gegnerfahrzeuge durch Zerstören der Kette bewegungsunfähig und beschädigen Sie 3-mal ein bewegungsunfähiges Gegnerfahrzeug, indem Sie dieses beschießen. Eignet sich natürlich ein Panzer wie ein Leopard 1. Generell Panzer, die halt eine gute Kanone haben, Centurion Action X, mit dem man halt gut auf die Ketten aimen kann. Mit dem Leo ist es tatsächlich relativ einfach. Also, der kann gefühlt auch auf volle Render Distance, kann der auch auf die Ketten aimen und kann sich Gegner checken. Mit dem ist es wahrscheinlich sogar am einfachsten oder halt mit Autolodern. Wenn es jetzt um das Schaden machen geht. Ich weiß nicht genau, ob das verschiedene Fahrzeuge, also steht zumindest nicht hier, dass verschiedene Fahrzeuge machen sein müssen. Kann man auch ein Autoloader nehmen, TVP oder sowas. Dem geht das, denke ich, auch super. Im Autoloader checkst du ja sowieso immer die Leute oder versuchst es zumindest. Und MP5, zerstören Sie leichten Panzer innerhalb der ersten 2 Minuten des Gefechts. Boah, eignet sich vielleicht auch sowas wie ein E50. Einfach reinjallern. Auf so Karten wie zum Beispiel auf einer Stadtkarte. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo der Light hinfährt. Brauchen wir ein bisschen Glück, aber. Oder ein Autoloader. Wenn der Light irgendwo auf dem Feld aufgeht. Auf so Stadtkarten, wenn man Glück hat, kann man auch mit dem E50M dann, das weiß ich, irgendwo reinjallern und dann kann man den Light wegogern. Oder eben mit dem Auto oder ist es wahrscheinlich wieder wie mit der anderen Kill-Mission einfach am einfachsten. TVP fahren und oder der Badget. Hoffen, dass der Light früh aufgeht und ihn dann einfach aus dem Leben klippen. MP6. 3 Gegner, 3 verschiedener Typen killen. Geht wahrscheinlich auch oder mit dem Auto oder am einfachsten. Gucken, dass er halt die verschiedenen Typen fokust. Sucht euch irgendwo ein Medium raus, vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt ein Light schon relativ am Anfang, dann müsst ihr bloß noch ein Medium oder ein TD killen. Oder eine Arti. Also 3 verschiedene Typen, das sollte, denke ich, kein Problem sein.
Pickt am besten einen Autoloader, damit ihr damit am besten die Kills abstauben könnt. MP7, Schaden an SFL, also Arti. Und ihr müsst eine Arti killen. Kann man auch natürlich auch wieder wie bei einem Light die Jodel-Taktik machen. Die Rommel-Taktik schlechthin. Badget picken und einmal reinjallern. Der Akku-Way of Life quasi. Kann man natürlich machen oder man spielt es halt nochmal runter, je nachdem. Ob einem das jetzt egal ist oder nicht. Macht das, wie ihr das bevorzugt. Könnt natürlich auch Badget picken und einfach reinjallern und die zwei Artis killen. Muss man nur gucken, ob man das dann auch überlebt. Auf Himmelsdorf geht's vielleicht, wenn man irgendwie sich durch eine Gasse schlängeln kann und dann ja, zu den zwei Klickerratten durchfährt. Muss man mal gucken, wie euch das beliebt. Kann man das natürlich machen. MP8, beschädigen sie 6-mal gegnerische mittlere Panzer, indem sie diese beschießen und zerstören sie einen gegnerischen mittleren Panzer. Das ist auch ein bisschen eine Lackmission, muss mal gucken, dass man ein vernünftiges Matchmaking bekommt. Mit relativ vielen Mediums. Und halt auch mit der Autoloader fahren, damit man halt gut die One-Shots bzw. die Lower Ps rausfokussen kann und aus dem Leben klippen kann. MP9 verursachen sie 1.500 Schaden an gegnerischen schweren Panzern und ihr müsst zwei gegnerische Heavies killen. Eignen sich natürlich auch Panzer wie so schwere Mediums. Ein Iron Arnie zum Beispiel, wenn man ihn hat. Was ist denn da noch so ein Heavium-Hybrid? E50M. Wenn dann eher E50 als E50M. Einfach weil der Tief für Tier gesehen ein bisschen besser ist. Also ein E50 zum Beispiel würde sich anbieten. KPZ 50 Tonnen, wenn man ihn denn hat. Aber es sind nicht so viele, aber E50 wäre auch ein gutes Äquivalent dazu. Werden, denke ich, auch die meisten grinden. Und dann halt einfach eine Heavy-Ecke Action machen. MP10. Müssen 6-mal Gegnerfahrzeuge beschädigen. Und vor die fahren wieder. Sollte kein Problem sein. Hohe Feuerrate. Und so viele Gegner wie möglich anballern. Dann wieder die RAM-Mission. Ist genau dasselbe wie bei T28, nur mit dem Unterschied, dass ihr jetzt den RAM-Angriff überleben müsst. Ist ja auch mit der E50 fahren und einfach irgendwo, ja, den wilden Ogre machen und einmal reinjallern. Die Brandmission ist auch wieder genau dasselbe wie beim Stuck, nur dass ihr halt dieselbe Stufe oder eine höhere Stufe anzünden müsst. Also wenn ihr jetzt ein Low-Tier-Panzer anzündet, zählt das nicht. Ist halt auch wieder eine reine Lackmission. Bieten sich natürlich auch wieder Autoloader an und dann halt auf die Fuel Tanks aimen. Mehr könnt ihr nicht machen. Und halt hoffen, dass er den Gegner anzündet. MP13, verursachen sie 4.500 Schaden an Gegnerfahrzeugen. Einfach 10er Medium fahren und versuchen nicht kacke zu sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. MP14, zerstören sie 5 Gegnerfahrzeuge. Würde ich sogar empfehlen, vielleicht, wenn ihr es könnt, im Platoon zu fahren und halt Mediums zu fahren, die einen relativ hohen Alpha haben. Wie zum Beispiel eben den Leo. Der kann halt relativ gute Gegner picken, weil er halt eine gute Kanone hat, aber auch nicht so ultra wenig Alpha. Wie zum Beispiel 140, hat halt schon eher wenig Alpha-Schaden. Dem ist es ein bisschen schwieriger. Und dann im Platoon einfach gucken, dass eure Mates den Schaden machen und dann ihr die halt die One-Shots ausfokust. 5 Kills ist schon gar nicht mehr so wenig. Aber wenn man eine halbwegs gute Runde hat, kriegt man das eigentlich hin. MP15, ihr müsst 2.500 Schaden an Jagdpanzer machen. Und ihr müsst 7 Gegnerfahrzeuge beschädigen, also dasselbe wie in der T28er Mission. Nur, dass ihr ein bisschen mehr Schaden machen müsst. Wie gesagt, ist in der aktuellen Jagdpanzer-Only-Meta eigentlich, sollte das kein Problem sein. Gibt ja so viele TDs mittlerweile im Matchmaking. Ich denke, das kriegt jeder hin. Der Matchmaker ist ja so überflutet mit TDs. Dass du gefühlt in jedem dritten Game 8 TDs hast, also sollte kein Problem sein. Einfach ein Medium fahren, der euch gut liegt und halt die Games nehmen, wo ihr sehr viele einstufige Gefechte habt. Wie eben 8 oder 10er. Das fahren die Leute am meisten. Und dann nimmt der Lachs. So, schwere Panzer. Zerstören sich die 3 Gegnerfahrzeuge, SP1. Auch eine Skill-Mission. Einfach auch
Heavys fahren die einfach und einfach haben. Hat aber eigentlich fast jeder Heavy, weil die One-Shots fokussen. SP2 zerstören sie drei Gegnerfahrzeuge aus einer Entfernung von höchstens 100 Metern. Also dicke Keiler fahren, wie 60 dB, EN100, you call it, you name it. Poker AK, wenn man ihn denn hat. Oder der Panzerkampfwagen 7, wenn er denn dann gebufft wird. Der wird dann zwar auch nicht so die Überrakete, aber immerhin ist er dann halbwegs spielbar, würde ich sagen, wenn er dann halbwegs vernünftige Kanone hat. Ja. Ist dann, muss man dann mal gucken, wie er nach dem Buff ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er dann von eher schlecht zu extrem gut wird. Das glaube ich jetzt nicht. Also VK 72 und 1K wird immer noch über allem stehen, was das angeht, aber er wird zumindest spielbarer sein. Wollen wir mal gucken. Der dicke Kerner TDs, TDs sag ich schon. Kerner Heavys fahren. SP3, vier Gegnerfahrzeuge, drei verschiedener Typen. Zerstören bietet sich natürlich auch Heavys an, die ein bisschen schneller sind. Damit man halt auch später in der Abschmerzphase dann bei der Arti schnell da ist. Das ist wie ein 277. Dass man halt, ja, die Kills abstauben kann von den verschiedenen Typen und da am flexibelsten ist. So ein Keiler TD, ich sage immer TD, ein Keiler Heavy ist da vielleicht eher schwieriger für geeignet. SP4, kritische Treffer, auch wieder Panzer fahren, die hohen Modulschaden haben und einfach Schaden. Bis mindestens 5 Module oder Besatzungsmitglieder zerstören. Der hat einfach auf die Ketten aimen oder aufs Ammo-Rack oder auf die Fuel Tanks und dann läuft es eigentlich von selber. Müsste quasi einfach eigentlich nur 5 mal schießen. SP5, Rett aus dem Schaden innerhalb der Sichtweite ihres Fahrzeugs machen. Ja. Das kriegt man eigentlich mit jedem Heavy hin. Eigentlich wie die Kill-Mission mit dem Keiler-Heavys einfach in die Fresse fahren und fertig. SP6, zerstören sie drei gegnerische mittlere Panzer oder schwere Panzer. Ja, auch wieder 277 bietet sich da, denke ich, am besten an flexible Heavys, die nicht ganz so langsam sind. Weil man halt auch die Mediums ein bisschen handeln kann und da im Zweifel auch als erster am Start ist. Dann wieder eine Cap-Mission. Auch wieder Angriff, Verteidigung und Begegnungsgefecht anstellen und dann einfach hoffen, dass man die Runde der Runden hat. Ja. Habe ich sogar geskippt, sehe ich gerade. Müsste die 7er Mission sein. Ja, hatte ich einfach keine Geduld. Ist halt eine Lack-Mission, braucht halt die richtige Runde. Und man muss halt 3000 Schaden machen. Gegen einen 10er Panzer ist das jetzt oder einen 9er, das ist kein Problem, aber. Ja, ist halt eine Lack-Mission. Braucht halt dieses eine Gefecht, wo man halt cappen kann oder halt der den Cap verteidigen kann. Ich habe sie übersprungen, weil ich da keine Geduld für hatte, scheinbar. müsst ihr selber wissen. Wenn es euch zu nervig ist, müsst ihr es halt skippen oder ja, macht erstmal was anderes. SP8, Schaden an schweren Panzern. Dafür sagen sie 2000 Schadenspunkte an gegnerischen schweren Panzern. Will ich auch wieder, ja, Keiler fahren. Einfach in die Fresse fahren. 2k Damage machen ist nicht viel. Einfach in den Heavy Clinch gehen und fertig. Die RAM-Mission wieder. Ihr müsst beim RAM-Angriff mehr Schaden machen, als euer Fahrzeug erleidet. Macht das sowieso beim Heavy. Es sei denn, ihr rammt jetzt eine Maus oder so, das will ich nicht empfehlen. Aber wenn ihr irgendein Medium oder so rammt oder irgendein Heavy, der nicht ganz so viel wiegt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Mit dem ist das Gegnerfahrzeug zerstören. Also auch wieder E7 YOLO Platoon mit einem CS63 im Heck. Kann man gut machen. Macht auch Spaß. Oder halt so 7-7 fahren oder so, wenn es sich halt anbietet, rein ogern. Ist auch ein bisschen Lack. Ihr braucht halt die geeignete Situation, wo ihr halt rein ogern könnt und dann halt den Gegner killen könnt. Ist halt wie die Cap-Mission. Dauert halt, bis ihr halt in die Situation kommt und ihr dann halt den Gegner killen könnt. SP10, müsste der beste Spieler im Team sein, mit dem meisten Schaden. Ja. Das ist halt, geht gut. Geht gut oder die try harding so quasi übersetzt. SP11,
verursachen sie 3k Damage an Gegnerfahrzeugen und ihr müsst das Game überleben. Eigentlich genau dasselbe wie davor, einfach eine reine Skill-Mission. SP12 ist wieder eine Panzerungsmission. Habe ich auch geskippt. Weil ihr müsst dreimal so viel Schaden abwehren, wie ihr Fahrzeugstrukturpunkte besitzt. Und es muss mindestens ein 6er Panzer sein. Mit der Mission würde ich halt einen Tank nehmen, der halt nicht so viel AP hat, aber halt trotzdem eine gute Panzerung. Also vielleicht kann man es mit einem Porsche Tiger machen, aber bin ich mir unsicher. Der hat halt nicht so viel AP, was halt ganz gut ist. Müsst halt knapp 4000 Schaden blocken. Ne, ein bisschen mehr sogar. Etwas über 4000 Schaden. Wenn ihr halt eine gute Runde erwischt dann und ihr ein paar PP-Gas im Gegnerteam habt, die halt auf eure Wanne schießen, beziehungsweise auf die Frontplatten, kann es halt was werden. Bock AP ist halt auch schwierig, weil der halt schon wieder sehr viel AP hat. 1700. Geht auch, aber schwierig. Genauso wie beim E75, der hat dann noch mehr HP. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Genauso wie sowas wie ein 257 oder so. Ja, ihr müsst halt, entweder habt irgendwie einen Panzer wie halt so ein Porsche Tiger, der halt ein bisschen Treupanzerung hat gegen die Low-Tier-Panzer. Es muss halt auch mindestens ein 6er sein. 6er Heavys haben meistens noch nicht so viel Panzerung. M6 oder KV-2, die sind ja relativ papiermäßig. Müsst ihr mal gucken. Mir fällt jetzt auf Anhieb nur der Porsche Tiger ein. T29 geht vielleicht auch noch. Wobei es da halt schwierig ist, weil die meisten sind halt auf der Tierstufe schon nicht mehr so dumm, dass sie halt euch einfach stumpf auf den Turm ballern, sondern halt auf die Wanne warten oder auf den Weakspot. Deswegen, T29 kann man auch probieren. Black Prince, nicht unbedingt. Wobei Black Prince geht, weil er hat glaube ich auch ein bisschen AP, geht vielleicht auch. Es muss halt, am besten wäre halt so ein 7er Panzer mit ein bisschen Trollpanzerung. 8er und 9er haben halt dann wieder relativ viel AP. Muss man mal gucken. Ich habe sie geskippt, weil ich halt auf so Bounce-Missionen gar keinen Bock habe, weil das halt wirklich so komplettes Anti-Gameplay ist, wenn man sich halt irgendwo vor den Gegner stellt und man eigentlich schießen will, aber irgendwie willst du halt auch nicht schießen, damit du halt den Blockschaden bekommst. Ja, müsst ihr selber wissen, ob ihr die skippt oder nicht. Kann aber jeden verstehen, der die skippt, weil es ist halt komplettes Anti-Gameplay. Weil er halt das Spiel eigentlich nicht spielt, wie es gedacht ist. Eigentlich willst du ja keinen Schaden blocken, oder willst du halt selber Schaden machen. Aber naja, gut. SP13. Zerstören sie zwei Fahrzeuge innerhalb der ersten 3 Minuten des Gefechts. Bieten sich natürlich Autoloader-Heavys an, wie zum Beispiel den T57 Heavy. Der hat einen relativ, wahrscheinlich sogar der beste Panzer dafür, weil der halt relativ gute DPM hat und einen dicken Clip. Generell Autoloader-Heavys bieten sich dafür an. Ähnlich wie bei den Mediums. Ansonsten halt Panzer mit gut DPM. Also Heavys mit gut DPM oder halt ein 60 TP. Der halt One Alpha hat und man da schon die Panzer, die runtergeschossen sind, in den ersten Minuten aus dem Game nehmen kann. Ja. Ich denke, Autoloader Heavys bieten sich da aber mit am besten an. SP14, 3 Gegnerfahrzeuge, 3 verschiedener Typen können auch wieder 277 irgendeinen flexiblen schnellen Heavy fahren. Oder ein 50B zum Beispiel, wenn man es denn kann. Und dann sollte das kein Problem sein. Einfach gucken, dass man halt. Man muss ja immer die AT am Ende erwischt, muss man eigentlich nur 2 verschiedene Typen killen. Also wenn man halt einen relativ schnellen Heavy hat. Einen Heavy killen und dann noch irgendwie einen Keiler TD oder ein Medium, der da irgendwo rein ogert, und dann hat man es ja meistens schon geschafft. Ist, denke ich, kein Problem. So, die SP15-Mission beim T55 Alpha. Ihr müsst 12.000 Schaden verursachen, blocken und erhalten. Und ihr müsst schon nicht mehr 20%, sondern 25% des Teamschadens machen. Da würde ich sogar, ich glaube, die Mission habe ich sogar noch im Kopf. Ich glaube, die habe ich mit dem E75 gemacht. Weil der Panzer einfach extrem gut ist für seine Tierstufe und man halt relativ gutes Matchmaking hat im 9er Bereich. Vor allem, wenn man in den 7er Matchmaking kommt. Ich
weiß gar nicht mal, wie viel AP er hat. Ich glaube 2500. Irgendwas um die 2500 AP hat er, glaube ich. Oder 2,2. Da muss man noch so unbedingt ungefähr 10.000 Schaden. Bisschen weniger blocken und machen. Und die 25% für den ausgezeichneten Abschluss will ich halt auch machen. Und da eignet sich halt so ein E75 mit am besten, einfach weil der extrem gut für seine Tierstufe ist. Wenn man natürlich hat ein Konzept 1b, klar, aber werden die wenigsten haben, denke ich. Ich denke, E75 ist mit am besten für die Mission. Und dann halt ein gutes Matchmaking haben und halt performen. Und halt ein bisschen vielleicht auch auf den Blockschaden noch gehen, wenn es nicht reichen sollte. Ein bisschen aggressiv spielen, damit man halt auch die HP einsetzt von einem. Dann sollte das machbar sein, denke ich, im E75. Ich glaube, ich habe es in E75 gemacht. So, Jagdpanzer. JP1. Ihr müsst Top 3 der Erfahrung sein. Auch wieder eine halbwegs vernünftige Runde haben. In der Grille, eigentlich in dem TD, der euch am besten gefällt. Auf Tierstufe 6 aufwärts. JP2, kritische Treffer. Und ihr müsst 2000 Schaden machen, also auch wieder am besten einen TD nehmen, der gut auf Module aimen kann, beziehungsweise auf die Ketten. Grille, Streuwagen. Die nur 15 TDs dieser Welt. JP3, beschädigen sie 5 Gegnerfahrzeuge und ihr müsst das Game gewinnen. Da eignet sich, denke ich, auch Panzer, die relativ mobil sind. Wie eben der Grille. Streuwagen geht auch, wenn halt die Gegner durch reinfahren. Vielleicht so ein Keiler TD jetzt nicht unbedingt. Die jetzt so langsam sind. Hurike, denke ich auch. Der ist auch einigermaßen mobil. Minotaurus, dann, vor allem wenn er dann genervt wird. Oder so ein WZTD, das will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Ein Foch geht vielleicht auch noch. Foch B, wenn er gebufft wird. Einigermaßen mobil und hat halt einen dicken Clip, kann sehr viele verschiedene Panzer schießen. Kann man, denke ich, auch spielen. So, JP4, zerstören sie 3 Gegnerfahrzeuge, bleiben sie im Moment ihrer Zerstörung unentdeckt. Auch wieder Redline TD fahren. Ich denke, Stritzwagen ist mit am besten für die Mission. Und dann so ein Proko-Game sollte das kein Problem sein. Gucken, dass man auf die Kiste hat oder halt mit einer Grille. Grille hat halt nur den Nachteil, dass er halt nicht so mega viel Townrate hat. Muss man gucken, muss man wissen, was man tut. JP5, weitreichendes Geschütz. Ihr müsst 2 Gegner killen aus einer Entfernung von mindestens 300 Metern, also auch wieder Redline TD fahren, Scorpion, Su, Grille, Rheinmetall, you call it, you name it. Die ganzen Redline-Gammler, die euch einfallen. JP6, ihr müsst 2000 Schaden aus 250 Metern machen. Exakt, genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe. JP7, der Erstschlag. Zerstören sie 3 Fahrzeuge, ohne Feuerschaden am eigenen Fahrzeug genommen zu haben. Ja, exakt genau dasselbe wie gerade eben auch. Auch mit der Redline TD fahren. Ist eigentlich exakt dasselbe wie in den Missionen davor. Nur ein bisschen anders formuliert. JP8. Verursachen sie 4-mal mehr Schaden, als ihr Fahrzeug Strukturpunkte besitzt. Da bietet sich natürlich jetzt an, auch wieder. Beim T55 Alpha ist es Stufe 6. Das heißt, am besten einen 6er TD nehmen. Irgendeinen Jagdpanzer 4 zum Beispiel bietet sich extrem gut dafür an. Sehr guter TD auf Stufe 6. Der ist mir jetzt gleich ins Auge gesprungen. Nashorn will ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Su-100 geht auch. Su-100 auch guter TD. AL mit der Premium-Kanone, also mit der Pay-to-Win-Kanone, kann man auch spielen. Ein Giro ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das Bahnhofsgebäude so war. Ich glaube, der ist auch gar nicht mal so kacke. Wenn man hat, kann man den, denke ich, auch spielen. Ansonsten, ja, Basotto geht auch. Basotto ist auch gut. Mit der dicken Kanone. Das sind so die TDs, die man da fahren
sollte. Mit denen ist es einfach am einfachsten, weil du halt mit dem 6er am wenigsten AP hast und du dadurch nicht so viel Schaden machen musst. So, ich muss kurz mal. Hier war man, ne? Ja. JP9. Erzielen sie fünf Durchschlagstreffer in Folge. Ja, einfach ein TD nehmen, der relativ schnell schießen kann. Zum Beispiel Stritzwagen. Grille jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil die relativ lange nachlädt. Oder er nimmt einfach einen 6er TD. Die haben eigentlich alle relativ schnell Feuerrate. Im Basotto zum Beispiel, wir haben ja gerade drüber geredet. Mit der DPM-Kanone. Das ist, denke ich, am einfachsten. Sollte, denke ich, jeder hinkriegen. JP10, verursachen sie 3000 Schaden und bleiben sie unentdeckt dabei. Auch wieder mit Land-TD fahren. Selbe wie in den Missionen davor. Also die Hauptbedingungen wiederholen sich ja sehr, wird nur ein bisschen anders formuliert. Stritzwagen, Grille, die ganzen Redline-Gammler. Gurbane kann man auch nehmen, Sue kann man auch nehmen. Ja. Die Redline-TDs dieser Welt. JP11, die Schlüsselrolle, verursachen sie im Gefecht den meisten Schaden, verursachen sie 3000 Schaden im Minimum. Ja, einfach eine gute Runde haben in eurem Lieblings-TD der Wahl. Mit einem 10er, 9er, 8er ist es natürlich am einfachsten oder einfacher, weil du halt dann die 3000 Schaden deutlich einfacher bekommst. Einfach mit eurem Lieblings-TD eurer Wahl fahren. Sollte natürlich eine etwas höhere Tierstufe sein, dann wird es einfacher. JP12, zerstören sie zwei gegnerische schwere Panzer und ihr müsst 3000 Schadenspunkte einfach so machen. Eignet sich natürlich perfekt in E3 zum Beispiel, oder jeder andere Keiler-TD, der gut reinogern kann mit Panzerung. T95, wenn man drauf steht, geht natürlich auch. Oder ein Huri. Huri geht auch. Hat zwar jetzt auch nicht die Überpanzerung, aber mit dem kann man trotzdem ganz gut in der Ecke fighten. Ja. 4 Gegnerfahrzeuge killen, JP13, Grille 15, Overdo High Alpha TDs fahren, die gut die Kills abstauben können. Im Platoon ist es natürlich nochmal ein bisschen einfacher. Eure Platoon-Mates schießen die Gegner runter und ihr killt sie dann einfach. Also im Platoon macht man sich da auch wieder das Leben ein bisschen einfacher. JP14, große Jagd, ihr müsst 20% des Teamschadens machen. Also auch wieder 10er fahren und dann auf das Top-Tier-Gefecht warten. Dann ist es am einfachsten, weil ihr dann einen geringeren HP-Pool habt und ihr dann weniger Schaden machen müsst. Also einfach 10er ballern, warten aufs Top-Tier-Gefecht und dann performen und nicht kacke sein. JP15, ihr müsst 6000 Schaden an Gegnerfahrzeugen machen. Das ist schon so die erste Roar schwieriger, also da wird es dann schon langsam ein bisschen knackiger für die meisten wahrscheinlich. Ist jetzt nicht so mega wenig, aber im 10er TD ist es möglich. Also die 260er Mission wird dann nochmal ein Ticken schwieriger, aber im 10er TD ist es, denke ich, kein Problem, wenn man eine halbwegs gute Runde hat. Klar, es ist nicht die Durchschnittsrunde, aber wenn man so eine Ausnahmerunde hat, dann kriegt man das eigentlich hin. Halt einfach die Meta-TDs fahren und halt hoffen, dass man eine gute Runde hat. Grille 15, Stritzwagen. Die Tanks, die halt auf Stufe 15, würde ich schon sagen, auf Stufe 10 gut funktionieren. E3 geht auch, wenn man eine gute Runde hat und die Gegner in einen reinfahren. Vielleicht auch mit einem Jagd-E. Jagd-E kann man auch fahren. Wenn man eine gute Runde erwischt, ist halt auch ein bisschen lackabhängig, muss man sagen. 2684 will ich jetzt nicht mehr so empfehlen, weil wurde halt genervt und ja, würde ich wahrscheinlich eher E3 fahren. Foch B kann man auch nehmen, wenn er dann gebufft wird. Ein FV ist halt auch so ein bisschen ein G-Fiesta. Wenn man Bock drauf hat, kann man es auch versuchen damit. Hori bietet sich auch an, auch ein sehr guter TD, wenn man es kann. Minotauro eher nicht mehr so. Hori kriegt man es, denke ich, auch ganz gut hin, weil man, der ist auch nicht so langsam. Und hat eine gute Kanone, ist halt noch ein bisschen schwieriger zu spielen. Für die meisten wahrscheinlich ist so ein E3 einfacher. Aber ja, ist auch ein bisschen lagabhängig. So, gehen wir zum 260, würde ich sagen. Die LP1-Mission beim 260. So, kleiner Cut, muss kurz was singen. Aber wir nähern uns dem Ende. LP1. Also, ihr müsst das Gefecht beenden mit der meisten Erfahrung.
reines Matchmaking auch wieder halbwegs gute Runde erwischen auf Pogo oder sowas. Und das Ding ist durch. Das ist reines Matchglück. LP2, 8 Gegnerfahrzeuge aufklären und überleben. Auch wieder mit dem EBR. Einmal kurzen Kreis drehen in der Mitte am Anfang und dann versuchen halt nicht abzunibbeln. Ist, denke ich, auch extrem einfach. LP3, beschädigen Sie 6 Gegnerfahrzeuge und eben 6 Gegnerfahrzeuge aufklären. Auch wieder 10 Lightweight. Würde ich dann nehmen. Oder jeden anderen Russen-Medium, Russen-Light. Bietet sich da gut an. Generell Light, sie halt mitspielen können und Schaden machen können. LP4, Kette zerstören. Dasselbe wie bei der LP4 schon im T450 Alpha. Copy-Paste, genau das gleiche kriegt man eigentlich mit jedem Light hin, der jetzt keine komplette Schrotflinte hat wie der Sheridan. Einfach auf die Ketten aimen und am besten im Platoon fahren für den Unterstützungsschaden, wobei ihr nur 500 Unterstützungsschaden braucht für den Track Damage. Also, ja, das kriegt eigentlich jeder hin. LP5. Die Verbündeten müssen 3 Fahrzeuge zerstören. Ist ein bisschen nervig, aber wie gesagt, auch wieder Pogo-Bally-Runde. Gegner-Team spotten. Im Platoon ist es natürlich nochmal einfacher, wenn ihr 2 fähige Medium-TD-Fahrer habt. Ist es, denke ich, auch kein Problem. Wie gesagt, die ganzen Leitmissionen sind im Platoon nochmal deutlich einfacher, aber das kriegt man auch gut alleine hin, wenn man halbwegs vernünftige Karte hat. LP6. Verbündeten müssen 6 Fahrzeuge beschädigen. Exakt dasselbe wie die LP5-Mission, nur dass halt die Fahrzeuge beschädigen müssen. LP7. Ihr müsst 2 gegnerische Artis aufklären und beschädigen. Kann man auch wieder den Akku Way of Life machen. EBR und Rainer. Kann man natürlich machen. Oder halt Amix 1305 Autoloader geht vielleicht sogar noch besser. Da müsst ihr nicht so lange nachladen zwischen den Schüssen. Das wäre der schnelle, der Fast Way of Life. Oder ihr spielt halt einfach normal runter und hofft halt, dass ihr die Artis killen könnt. Ja, wie ihr es machen wollt. Wieder die Cap-Mission, diesmal schon mit 60 Cap-Punkten, also ist gar nicht mal so wenig. Da müsst ihr halt einfach Glück haben. Hab ich sogar abgeschlossen. Angriff, Verteidigung, Begegnungsgefecht anmachen. Und halt einfach Luck haben. Entweder durchcappen oder halt gucken, dass er irgendwie den Gegner erwischt beim Durchcappen. Im Optimalfall natürlich, wenn ihr genug Zeit habt, den Gegner ein bisschen cappen lassen, damit er halt die Cap-Punkte bekommt, aber ja, es ist eine reine Luck-Mission. LP9. Klären Sie 6 Gegnerfahrzeuge auf und bleiben Sie dabei unentdeckt. Auch wieder Passiv-Scout bauen, Manticore oder sowas. Genau mit dem T-Rod Lightweight in den Spotbush stellen und gucken, dass sie den Kurs spottet oder. Ja, reicht eigentlich schon auf Westfield. Eigentlich perfektes Beispiel: in den Spotbush stellen, den ganzen Kurs spotten und dann reicht es eigentlich schon. LP10. Verdienen Sie im Gefecht die meiste Erfahrung bei der Teams. Auch wieder reine Skill-Mission, vernünftige Karte bekommen. Und halt ein bisschen Luck durch die Map natürlich, aber halt dann auch einfach performen und fertig. LP11. Ihr müsst 12 Gegnerfahrzeuge beschädigen, die dieselbe Stufe wie ihr Fahrzeug haben. Bietet sich natürlich ein 10 Lightweight an. Generell Lights mit sehr hoher Feuerrate, weil ihr müsst schon 12 Gegnerfahrzeuge beschädigen, ist jetzt nicht so wenig. Das ist fast das gesamte Gegnerteam eigentlich. Also da würde ich wirklich Lights nehmen, die sehr viel sehr schnell schießen können vor allem und sehr viel, ja, eigentlich eine hohe Feuerrate haben und halt viel DPM. Die halt auf Damage gehen können, vielleicht so Medium Lights am besten. So ein T54 Lightweight eignet sich da vielleicht auch für. Also jetzt kein Manticore oder sowas, logischerweise. Lights, die viel Muni und viel DPM haben, hohe Feuerrate, die sind dafür, denke ich, am besten geeignet. LP12, 3000 Schaden an Fahrzeugen verursachen, indem sie diese aufklären. Reine Spot-Mission, einfach passiv Scout und fertig. Sollte man easy hinbekommen mit einem 10er Light. LP13. 2000 Schaden und 2500 Schaden verursachen.
Auch wenn wir 200 Lightweight fahren, hat man, glaube ich, auch schon mal sogar exakt diese Mission mit denselben Werten, glaube ich. Ja, auch wenn wir 200 Lightweight fahren oder sowas. Irgendeinem Russen-Light, mit denen er am besten klarkommt, denke ich, das ist kein Problem. Mit denen ist es mit am einfachsten. Oder Autoloader 1305, 1390, geht auch. VMLE, wenn das könnt. LP14, Gefechtsware, 4.500 Schaden an Fahrzeugen verursachen, indem sie diese aufklären. Auch wieder eine Spot-Mission. Genau dasselbe wie mit den 3.000 Schaden. Nur, dass ihr euch jetzt spotten lassen könnt. Also könnt ihr rein theoretisch EBR fahren. Und LP15 ist dann einfach 8.000 Schaden kombiniert machen und eure Verbündeten müssen 5 Gegnerfahrzeuge zerstören. Sprich, da ist es, bietet es sich wahrscheinlich am besten an, im Platoon zu fahren. Oder ja, ihr habt halt Glück bei der Map. Prokhorovka, gutes Matchmaking. Gegner Light stirbt direkt und ihr könnt halt das ganze Gegner-Team spotten. Ist halt Luck. Also am schwierigsten wird eigentlich sein, dass die 5 Gegnerfahrzeuge draufgehen. Die 8000 kombinierten Schaden sollten eigentlich kein Problem sein im 10er Light, wenn ihr da halbwegs vernünftige Karte habt. Im Platoon ist das Ganze ein bisschen einfacher. Damit halt die Leute auch auf eure Spots schießen, beziehungsweise die Gegner halt auch killen, würde ich euch halt Platoon empfehlen oder halt, ja, einfach spielen und halt auf die eine Proko, Mali, Muru Runde hoffen, dass eure Mates nicht komplett kacke sind. So, Mediums, MP1, erste Schritte. Beenden Sie das Gefecht mit der meisten Erfahrung. Wo sagen Sie Schaden an einem Gegnerfahrzeug? Das ist tatsächlich exakt dieselbe Mission wie bei wie beim T55. Also einfach gut spielen mit irgendeinem Metamedium. MP2 15 mal Gegnerfahrzeuge in beschädigen. Da auch wieder 140 fahren und halt, ich denke, 140 ist sogar mit am besten, weil er auch ein bisschen Panzerung hat. Und halt jeden Gegner im Team einmal anschießen. Vielleicht auch ein Centurion Action X, weil ihr müsst relativ viel rotieren, weil ihr halt jeden Gegner einmal anschießen müsst. Ja. Irgendeinen schnellen Medium, der eine hohe Feuerrate hat, mit vielleicht auch ein bisschen Panzerung, damit ihr euch ein, zwei Fehler erlauben könnt. Das denke ich damit am besten. MP3. Zerstören Sie 2 Fahrzeuge innerhalb der ersten 3 Minuten. Auch wieder Autoloader fahren. TVP-Budget. Vielleicht eher TVP als Budget, weil. Ah, wobei Budget geht, denke ich auch. Weil Budget hat einen relativ langen Reload, aber. Geht, denke ich auch. Lädt er jetzt keine 5 Jahre, 5 Minuten nach oder so. MP4. Ein bisschen Kette zerstören. Machen Sie 4 verschiedene Gegnerfahrzeuge durch Zerstören der Kette bewegungsunfähig und ihr müsst ja die dann 4-mal beschießen. Also auch wieder Autoloader fahren. Das denke ich am einfachsten. TVP-Budget. Potato wer will, aber will jetzt nicht empfehlen. Die gängigen Autoloader dieser Welt. MP5 zerstören Sie 2 gegnerische leichte Panzer. Würde ich auch wieder Autoloader. Ist einfach am einfachsten mit den Kill-Missionen. Da am Anfang, wenn der Light aufgeht, kann man den schon mal gut rausklippen. Und der irgendeinen dummen Fehler macht. MP6, Schnellfeuer. 6 Gegner killen. 3 verschiedene Typen. Also ihr seht schon, bei den Mediums relativ viele Kill-Missionen. Da eignen sich einfach Autoloader mit am besten. Oder ihr macht eine Kombi mit Leopard Light. Geht auch. Aber ich denke, Autoloader-Fall macht da am meisten Sinn. MP7, Schaden an der Arti. Kann man wieder den Akku Way of Life machen, Budget fahren und einmal reinjadern. Ihr müsst eine Arti killen und dreimal eine Arti anschießen. Ja, wie euch das beliebt, entweder spielt's normal oder ihr ladet rein. Was euch lieber gefällt. MP8, zerstören sich 3 gegnerische mittlere Panzer. Auch wieder Autoloader. Ist am einfachsten. Auf die Kette stellen, rausklippen und fertig. MP9. Verursachen Sie 2k Damage an gegnerischen schweren Panzern und ihr müsst 2 gegnerische Heavys zerstören. Da eignen sich auch wieder so Medium-Heavy-Hybriden. Vielleicht sowas wie ein STB-1. Mit dem kann man auch gut und heavy gefighten. Ein UTIS 1516 bietet sich dafür an. Ich gehe mal kurz die Panzer durch. 121er bietet sich an.
Chinchulin vielleicht auch. So ein Leopard 1 würde ich jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt nehmen. 430U bietet sich an. Wobei ich einen 121er wahrscheinlich eher fahren würde als ein 430U mittlerweile. Halb bisschen beim 260. Genau. Wir waren schon bei der 9, glaube ich. So, MP10. Beschädigen Sie 8-mal Gegnerfahrzeuge, indem Sie diese beschießen. Auch wieder 140 fahren. Panzer mit hoher Feuerrate. Und gib ihm. Sollte kein Problem sein. Eine Rammenmission. Gegnerfahrzeug rammen, was eine Stufe über euch ist. Also E50 bietet sich an, der 9er. Und dann irgendeinen 10er wegrammen, 10er Medium oder so. Ist, denke ich, der perfekte Panzerbild für die Mission. Dann wieder eine Brandmission. Und ihr müsst 3K Damage machen. Ja, auch wieder Autoloader Feuer auf die Module. M ist eine reine Lackmission. Irgendwann wird halt das Feuer kommen und in der Runde müsst ihr dann performen. 3000 Schaden ist jetzt nicht so viel, aber. Ja. Ist halt eine Lackmission. Braucht man halt Geduld, irgendwann kommt das Feuer dann. Wenn man das Feuer bekommt und der Gegner auf keinen Feuerlöscher hat, hat man ja sowieso meistens schon relativ viel Schaden. MP13. Verursachen Sie 6000 Schaden an Gegnerfahrzeugen. Das ist halt einfach wirklich reine Skillmission. Pickt am besten 10er Panzer, mit dem ist es am einfachsten. Leopard 1, STB1. Die ganzen Meta-10er eigentlich. Könnt ihr alle nehmen. Und vor dir geht auch. Wie gesagt. Einfach ein Medium, 10er Medium picken, der jetzt nicht komplett kacke ist und es ist kein Problem. Einfach performen. Und auf eine gute Runde hoffen. MP14, zerstören Sie 6 Gegnerfahrzeuge. Ja, Killmission würde ich auch mit der Autoloader spielen. Und dann ist es, denke ich, am einfachsten. Vielleicht auch einen Platoon-Mate holen, der die Gegner noch mit runterschießt. Killmissionen sind, vor allem wenn es zu viele Kills sind, manchmal ein bisschen nervig. Ist dann mit dem Platoon nochmal ein bisschen einfacher. Damit ihr dann die Kills abstauben könnt. MP15. Ihr müsst Schaden an Jagdpanzer machen. 3.500. Und ihr müsst 8 Gegnerfahrzeuge beschädigen. Haben, glaube ich, viele Probleme mit. Oder hatten viele Probleme mit. Habe ich zumindest immer mal wieder gehört, dass die einige nicht haben. 3.500 Schaden. Ihr müsst halt hoffen, dass ihr halt ein gutes Matchmaking habt. Ist halt ein bisschen lackabhängig. Und ihr müsst dann halt einen Panzer fahren, der halt. Ja, kommt halt auch ein bisschen auf Matchmaking drauf an, was für TDs dann drin sind. Wenn jetzt natürlich 8 TDs drin sind, das sind alles Keiler-TDs, wie so E3s oder sowas, ja, dann wird es in dem Leopard 1 auch schwierig, aber. Ja. Fahrt einfach den Medium, der euch am besten gefällt und am besten einen 10er. Und ihr müsst dann halt hoffen, dass ihr ein gutes Matchmaking bekommt mit richtig vielen TDs. Und dann müsst ihr halt abliefern. Ist halt ein bisschen Luck. Was hier die Mission. Ich meine auch, dass Großgefechte funktionieren in den Missionen beim 260. Ich glaube auch beim 279. Könnt auch Großgefechte anmachen und da ist es, denke ich, nochmal einfacher, weil da könnt ihr euch dann sicher davon ausgehen, dass da genug Jagdpanzer am Start sind. Das wäre noch so der letzte Tipp, also dass ihr Großgefechte anschaltet und dann hofft, dass er halt in so ein Großgefecht reinkommt. So, die Heavys. SP1. Zerstören Sie 5 Gegnerfahrzeuge. Ja, auch wieder dicke Kanonen fahren, 60 TP oder sowas. Oder ein Autoloader Heavy. Geht auch. T57 Heavy oder 50B. Wenn man es denn kann. Aber ich denke, für die breite Masse würde ich eher dann 60 TP empfehlen. Um dann die Kills abzustauben. SP2, zerstören Sie 4 Fahrzeuge aus einer Entfernung von höchstens 100 Metern. Also auch wieder Keiler Heavy fahren, wie eben 60er oder sowas. Eher 100 die ganzen dicken Keiler dieser Welt. Maus würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber 60 DP ist, denke ich, mit die beste Option für die Mission. SP3, 6 Gegnerfahrzeuge 3 verschiedener Typen. Killen eignet sich auch wieder im Platoon zu fahren, um dann halt die Kills abzustauben. Oder halt einfach eine gute Runde haben, indem halt möglichst viel rasiert.
Und halt ein Heavy fahren, der halt auch nicht ganz so unflexibel ist. Hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Maus oder eher ein 100 oder sowas, die halt jetzt extrem langsam sind, damit er halt auch bei der Arti früh da seid oder halt mal ein Medium killen könnt oder ein bisschen verlegen könnt und halt nicht nur in der Heavy-Gasse rumschimmelt. SP4 beschädigen, zerstören und sie gegnerische Module, 6 Stück. Jo, eignet sich vielleicht sogar ein Auto oder Heavy am ehesten. Also was wie ein T57 Heavy oder 50B und dann halt, oder Kranwagen vielleicht nicht unbedingt, dann halt auf die Ketten eben. SP5, 4000 Schaden innerhalb der Sichtweite des Fahrzeugs machen, also genau diese Mission wie vorhin, mit den mindestens 100 Metern. Auch wieder Keiler Heavy fahren, wie 60er oder sowas. Und dann läuft das. SP6, zerstören sie 4 gegnerische, mittlere oder schwere Panzer. Da kann man eigentlich auch Keiler fahren. Oder halt einen flexibleren Heavy, wie 277. Ist vielleicht sogar besser. Um halt im Zweifel auch den Mediums auf den Sack zu gehen. Auf der Medium-Flanke. Um da schnell verlegen zu können. SP7, auch wieder Cap-Mission, habe ich sogar gemacht. Erstaunlicherweise, ich dachte, die hätte ich geskippt. Ja, ist auch wieder reine Lack-Mission. Müsst halt hoffen, dass ihr halt dieses eine Gefecht bekommt, wo ihr halt cappen könnt oder verteidigen könnt. Und die Base zurücksetzen könnt. Ja, ist halt einfach nur nervig und müsst halt Glück haben. Donnernde Geschütze und da halt auch wieder eine Begegnungsgefecht, Angriff, Verteidigung anstellen. Dann donnernde Geschütze, SP8, versuchen sie 3000 Schadenspunkte an gegnerischen schweren Panzern. Auch wieder einfach dicke Heavys fahren und in die Heavy-Gasse ogern. Das geht, denke ich, dann wie von alleine. SP9, die RAM-Mission, was eine Stufe über ihrem Fahrzeug liegt, habe ich tatsächlich geskippt. Würde sich sowas anbieten wie, was bietet sich am besten an? T10 würde sich anbieten. 257 ist eher ein bisschen langsam. T10 würde halt gehen. Also irgendwas Schnelles, was halt nicht Stufe 10 ist. Das ist halt das Problem. Ich habe sie geskippt. Weil die dann irgendwann ein bisschen auf die Nüsse gegangen ist. Entweder wenn du halt einen langsamen Heavy hast, brauchst du halt ein bisschen Glück. Oder so ein WZ68 geht halt, denke ich, jetzt aktuell auch ganz gut. Der ist nicht ganz so langsam mit den Boostern. Kann man dann irgendwo auf einem Medium drauf ogern mit seinen Raketen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das noch ganz gut funktioniert. Ja. Aber ansonsten, ja, relativ nervig die Mission. Ich habe sie geskippt. Ansonsten T10 oder so ein BZ68 ist, denke ich, mit am besten dafür. Weil die halt relativ schnell sind. SP10 verursachen sie im Gefecht den meisten Schaden. Ja, auch eine Skill-Mission. SP11 verursachen sie 4000 Schaden an Gegnerfahrzeugen und ihr müsst das Gefecht überleben. Auch wieder eigentlich genau dasselbe. Halt gut performen und halt versuchen nicht drauf zu gehen. Kriegt, denke ich, jeder hin. Die 4K Damage. Bis halt eine Runde haben, wo halt euer Team nicht überfahren wird. Also am besten einfach Platoon fahren. Vielleicht ist nicht im 3er Platoon, aber im 2er Platoon, dann ist es, denke ich, kein Problem. So, die 12er Mission, SP12. Auch wieder eine Bounce-Mission mit dreimal so viel Schaden abwehren. Eignet sich natürlich auch sowas wie ein IS-4. Ihr müsst halt auch 3K Damage machen. Oder halt ein E75. Ihr könnt es natürlich machen, versuchen. Ich würde es skippen. Also wer da keinen Bock drauf hat, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Dafür habt ihr ja auch die ganzen Missionen davor abgeschlossen. Es ist halt schon jetzt nicht so die geilste Mission, muss ich sagen. Ja, könnt ihr auch skippen. Aber ansonsten halt, ja, die ganzen Panzer mit Trollpanzerung fahren. IS-4, Fokker und OP kannst du auch versuchen, aber musst halt auch 3000 Schaden mitmachen. Also ich würde jetzt auch kein 6er Panzer fahren. Dann wird es halt auch schwierig, da 3000 Schaden zu machen. Ja. Entweder es gibt die Mission oder ihr nimmt halt sowas wie ein IS-4 oder dann wird es halt schwierig mit dreimal so viel Schaden abwehren, ne? Weil
ihr habt dann halt in 10er halt auch extrem viel AP. Eigentlich müsst ihr schon fast 8er fahren, aber ja. Ist schwierig, die Mission. Also ich kann da auch verstehen, wenn man die skippt. Die ist auf jeden Fall skip-würdig. Kann da jeden verstehen, der seinen Auftrag reinballert. SP-13. Zerstören sie 3 Fahrzeuge innerhalb der ersten 4 Minuten des Gefechts. Würden sich auch wieder Autoloader anbieten. Am besten sogar T57, der hat eine hohe DPM und hat halt den Autoloader, denke ich, mit der beste Panzer für die Mission, oder ein 50B, wenn man es kann. Ansonsten halt Heavies mit dick DPM oder sehr hohem Alpha-Schaden, um mal die Kills abzustauben. Eher mit hohem Alpha-Schaden. Ich wollte schon was rausgehen. Hier müsst ihr wieder 5 Gegner killen mit 3 verschiedenen Typen. Habt bei eigentlich schon 5000 Mal die Mission. Auch wieder im Platoon. Und am besten den Heavy-Fahren, der nicht ganz so langsam ist. Wie zum Beispiel T10-277. You call it, you name it. Bisschen flexiblere Heavys halt. HPZ zum Beispiel geht auch. SP15. Ihr müsst 14.000 Schaden abwehren, erhalten oder machen. Also kombiniert. Die Mission habe ich, glaube ich, sogar... Ich glaube, die habe ich sogar mit dem KPZ gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit wem ich passe ich genau ab. Also am besten natürlich irgendeinen Meter Heavy fahren. Mit dem 60 TP geht's auch. Die 10er Heavys, die halt gut performen. Und dann am besten in den Top-Tier Matchmaking kommen. Damit ihr halt die Mission, wenn ihr es denn braucht, ausgezeichnet abschließen könnt. Ihr müsst es natürlich nicht machen, aber wenn ihr den Auftrag noch braucht, darauf hoffen, dass ihr halt in den Top-Tier-Matchmaking kommt, dann kriegt ihr die auch ausgezeichnet abgeschlossen. Und auf jeden Fall 10er fahren, damit ihr halt diesen HP-Pool auch habt und einsetzen könnt. Und ihr müsst dann auch reinogern, weil ihr braucht schon die HP, die ihr halt habt. Also ich würde auch schon versuchen zu provozieren, dass die Gegner an euch halt auch Schaden machen oder halt blocken. Weil ansonsten braucht man schon eine relativ gute Runde, was Schaden angeht. Aber ich fand die Mission jetzt nicht so mega schwierig. Wie gesagt, einfach Heavy fahren mit DKP, die halbwegs gut performen, wie eben eine 60 DP. Bisschen Trollpanzerung haben und gut HP. Dann sollte das kein Problem sein, denke ich. So, die Jagdpanzermission beim 260 JP1. Beenden Sie das Gefecht mit der meisten Erfahrung Ihres Teams. Einfach der TD, den TD von der ich am meisten liegt, von 6 bis 10. Und dann einfach performen. JP2. Zerstören Sie interne Module oder verletzen Sie Besatzungsmitglieder. Ihr müsst 5000 Schaden an Gegnerfahrzeugen verursachen. Würde ich einfach ein High Alpha TD fahren. Rille 15 ist, denke ich, gut dafür. Kann man gut auf Module aimen oder Stritzwagen. Panzer mit genauen Kanonen. Dass ihr halt auf die Ketten aimen könnt. JP3. Ihr müsst 6 Gegner beschädigen und das Game gewinnen. Das kriegt man, denke ich, easy hin. Hälfte, nicht mal Hälfte des Gegnerteams einfach anschießen. Einfach irgendeinen flexiblen TD nehmen. JP4, zerstören Sie 4 Gegnerfahrzeuge, bleiben Sie im Moment Ihrer Zerstörung unentdeckt. Also auch wieder einen Redline-Gammler nehmen. Mit hohem Alpha-Schaden. Zu 130 PM Scorpion bieten Sie sich dafür an, oder ein Rheinmetall. Waffelträger. JP5, zerstören Sie 3 Fahrzeuge aus einer Entfernung von mindestens 300 Metern. Genau dasselbe. Wieder einen Redline-Gammler nehmen. JP6. Verursachen Sie 3000 Schaden aus einer Entfernung von über 250 Metern. Exakt dasselbe, was ich gerade schon zweimal gesagt habe. Wieder einen Redline-Gambler nehmen. JP7. Die ganzen Kill-Missionen auch wieder, ne, mit Platoon. Ist es deutlich einfacher. Hier auch wieder zerstören Sie 4 Gegnerfahrzeuge, ohne vorher Schaden genommen zu haben. Da bieten sich ein Platoon-Fahren, bieten sich dadurch natürlich an. Wenn es denn möglich ist. Und ihr ein Platoon mit habt. JP8, verursachen Sie 5-mal mehr Schaden, als Ihr Fahrzeug Strukturpunkte besitzt. Da auch wieder am besten einen 6er TD nehmen. Basotto oder
ja, die ganzen 6er TDs, die wir vor uns schon aufgezählt hatten. Ein Jagdpanzer 4 geht gut, der ist nicht schlecht. Eine Su 101 geht gut. Eine Hellcat, na, muss man mal gucken. Ist auch nicht mehr das, was er war. ARL mit der Pay-to-Win-Kanone. Das sind so die Panzer, die ich dafür nehmen würde. Mit denen ist es, denke ich, am einfachsten. Weil die am wenigsten AP haben. JP9, auch wieder low, niedrige Tierstufe nehmen. Basotto oder so mit DPM-Kanone. Oder Jagdpanzer 4, der ist, schießt auch relativ schnell. 6 Durchschlagstreffer in Folge, das ist, denke ich, kein Problem. JP10. Vorsagen Sie 4000 Schaden und bleiben Sie dabei unentdeckt. Auch wieder Redline-Gammler nehmen mit halbwegs vernünftigen Tarnwert. Suma 30 PM, Stritzwagen, Udes, eigentlich die ganze Schweden-TD-Reihe kann man dafür nehmen. JP11, ihr müsst den meisten Schaden verursachen und Minimum 4k Damage machen. Na, einfach den TD nehmen, der euch am besten liegt. Mit einem 10er ist es natürlich am einfachsten. JP12, ihr müsst 3 gegnerische schwere Panzer killen und ihr müsst 4000 Schaden machen. Also auch wieder Keiler fahren, E3 oder sowas und in die Heavy-Ecke ogern und dann mit den Knüppel feste drauf. Dann JP13, zerstören Sie 5 Gegnerfahrzeuge. Auch wieder Plateau fahren bietet sich da an. Oder halt TDs mit hohen Alpha-Schaden, wie E3, Grelle, die ja die 750 Alpha-Kanonen haben, um die One-Shots gut clearen zu können. JP14, ihr müsst 25% des Teamschadens machen, also auch wieder 10er fahren, am besten im Top-Tier-Matchmaking und dann halt einfach performen, also der Panzer fahren, der am besten liegt, mit dem ihr am besten Schaden machen könnt im 10er und dann auf ein Top-Tier-Matchmaking hoffen, wo ihr dann gut performen könnt, weil der am wenigsten Schaden machen könnt, weil der machen müsst, weil der HP-Pool am niedrigsten ist. So, JP15, dies habe ich, da kann ich auch verstehen, wenn man die skippt, weil ist schon ein bisschen Luck, die Mission. 8000, ihr müsst 8000 Schaden in einem TD machen. Ist nicht so mega easy. Ich habe die auch nur durch Glück gemacht. Die Runde ist sogar auf YouTube, glaube ich. Das war diese Rekordrunde in der Turtle, wo wir, glaube ich, 8500 Schaden gemacht haben in der Turtle auf Bogorowka. War halt komplett Luck, die Runde. War auch glücklich, dass ich die Mission zu dem Zeitpunkt da aktiviert hatte und nicht irgendeine andere Mission. Ist halt eine reine Lackmission. Kann ich auch verstehen, wenn man die skippt. Also müsst ihr halt gucken, wie ihr das dann mit den Aufträgen macht. Es kommt halt darauf an, wie gut ihr seid. Ne? Wenn ihr sagt, okay, ist möglich, schaffe ich irgendwie durch Glück, dann mache ich das. Oder ihr sagt halt gleich von vornherein, ich skipp die Mission, weil wird eh nichts und dann könnt ihr euch ja den ganzen Rest hier sparen. Dann müsst ihr die kleinen Missionen nicht machen. Aber die 15er Mission, die ist schon relativ happig. Da braucht ihr halt eine gute Runde. Am besten ansonsten halt mit einem guten Leitfahrer im Platoon gehen und dann halt hoffen, dass ihr halt eine einigermaßen gute Runde bekommt. Und dann halt irgendwie die 8000 Schaden zusammenbekommt. Ja, braucht man viel Durchhaltevermögen und ein bisschen Glück bei der Mission und man muss halt auch ein bisschen Skill mitbringen. Wenn man jetzt halt wie Kraut und Rüben spielt, dann, naja, wird das auch nichts mit den 8000 Schaden. Also ist schon happig die Mission, kann ich auch verstehen, wenn man die skippt. Ich habe die auch nur durch Glück geschafft, also 8000 Schaden in einem TD macht man jetzt auch nicht mal ebenso. Ganz schnell. Ja, und zu den Artemissionen hatte ich ja am Anfang schon was gesagt und dann sind wir auch schon durch. Und mein Hals ist auch durch, Junge. Ich bin wirklich durch. Es ist schon wieder knapp 23 Uhr. Ich glaube, ich habe um 20 Uhr oder so angefangen. Ich habe da 3 Stunden hier durchgelabert. Ich kann mich jetzt auch wieder einweisen lassen, was die Stimme angeht. Die ist nämlich auch wieder kurz am Sterben. Ja, ich hoffe, bei der Mission wollte ich euch ein bisschen weiterhelfen. Die 260er Mission, würde ich sagen, schon ein bisschen einfacher als die 279er Mission. Vor allem, weil man halt auch nicht so ein
großen Panzerpool braucht. Es reicht eigentlich, wenn man von jeder Reihe einen halbwegs kompetitiven Panzer hat und dann kann man eigentlich fast jede Mission schon so machen. Habt ihr auch gemerkt, ich habe mich jetzt sehr oft wiederholt, zum Beispiel bei den Lights, Thermod Lightweight oder Manticore oder EBR. Das sind halt so die Lights, die halt für die Mission mit am besten funktionieren. Das ist halt ganz gut bei der Mission, du brauchst halt nicht so viele verschiedene Panzer. Auch bei den TDs habe ich mir jetzt auch wiederholt, Grille, Stresswagen, das sind halt einfach mit die besten TDs für die Mission. Gerade auch so fürs Redline-Snipen oder so ein Scorpion oder ein Rheinmetall. Das sind also die 0815 TDs, die ja da halt sehr gut funktionieren. Um euch dann dieses wunderschöne Gerät hier am Ende in die Garage stellen zu können. Quasi das 277 auf Steroiden, wenn man es so sehen will. Ja. Hoffe, ich konnte euch das Leben etwas erleichtern, was die Mission angeht. Vielleicht auch etwas verständlicher machen. Und wir sehen uns dann, je nachdem, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, ich nehme das jetzt hier im Voraus auf, die Tage wieder, würde ich einfach sagen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann das Video rauskommt und wann ihr das seht. Und ich hoffe, dieser Blockbuster hier hat euch wieder gefallen, ähnlich wie beim 279 Video. Resonanz war ja da ganz gut, deswegen habe ich das Video jetzt ja auch noch mit gemacht, auch wenn es sehr, sehr aufwendig ist. Das Aufnehmen nicht mal unbedingt, auch wenn das jetzt ja auch wieder sehr anstrengend ist. Weiß, ich sitze hier eigentlich nur und laber, aber labert mal 4 Stunden durch oder 3 Stunden. Danach sagt eure Stimme dann nö. Aber wie gesagt, wenn das positive Resonanz bekommt, mache ich das gerne, wenn sich das gewünscht wird. Ja, mit den Worten, haut rein, euer Jodel und tschüssi.